So, bei mir auf der Uhr ist jetzt 15 Uhr. Damit lassen Sie uns offiziell beginnen zu unserem heutigen DHH-Webinar mit Dr. Herwig Lange zum Thema, wie kann man die Huntington-Mutation beeinflussen? Es wird eine Aufzeichnung von diesem Webinar geben, die schon gestartet hat. Und deshalb nicht wundern, es gibt einen weiteren Teilnehmer in dieser Runde, das ist der Technik-User, auf dem wird gerade die Aufzeichnung durchgeführt. Wir haben eine große Anfrage gehabt, Rückfrage gehabt, großes Interesse. 60 Leute haben sich angemeldet. Gerade eben waren wir um die 35, die schon dabei sind. Ich denke, die weiteren werden jetzt so in den nächsten Minuten dazukommen, so sie dann den Weg alles zu uns finden. Ich wurde zu laut. Ich werde nach der Begrüßung Ihnen kurz ein paar Hinweise geben, wie Sie als Teilnehmer in diesem Webinar interaktiv mit uns in Kontakt treten können. Ich werde ein paar Worte zur Deutschen Huntington-Hilfe sagen und zum Herrn Lange, bevor der dann in seinen Vortrag einsteigt zum Thema Beeinflussung der Huntington-Mutation. Es wird zwei Blöcke geben in diesem Vortrag und Sie haben jeweils die Möglichkeit, Ihre Fragen zu stellen. Die Fragen gerne auch vorher schon stellen und während des Vortrages stellen. Und dann haben wir zwei Blöcke Vortrag, dann jeweils die Frage danach. Dann habe ich noch einen kleinen Ausblick an DHH-Infomaterial, wo Sie Ansprechpartner für uns finden und eine Umfrage oder welche Interesse Sie haben für folgende Webinare. Wenn ich alle Minuten richtig zusammengezählt habe, werden wir 16:30 Uhr etwa durch sein mit den Themen. Grobe Orientierung. Ja, also wir wollen nicht durchhetzen. Wir haben ganz viel Zeit für Fragen mitgebracht, und die nehmen wir uns auch. Genau, dann zur Technik. In diesem Webinar sind die Teilnehmer als Zuschauer eingeschaltet. Das heißt, Sie können Herrn Lange und mich sehen. Sie können uns auch hören. Sie selber sind nicht sichtbar, weder für andere Teilnehmer noch ja, nicht für andere Teilnehmer nicht. Und Sie können, also wir können die nicht hören, nicht sehen. Sie haben aber die Möglichkeit, das ist uns wichtig, dass Sie mit uns in Kontakt treten. Also wir können eine Umfrage machen, zum Beispiel, wer ist denn Angehöriger? Dann haben Sie die Möglichkeit, im unteren Bildschirmrand zum Beispiel die Hand zu heben. Das können wir immer einbauen. Oder was wir hauptsächlich nutzen werden, ist dieses F&A, das Fragetool. Das erkläre ich gleich nochmal in aller Ruhe. Das finden Sie auch am unteren Bildschirmrand. Ansonsten können Sie rechts das Webinar beenden. Zum Fragen stellen. Auf das F&A auf den Knopf drücken. Dann können Sie in dem unteren Bildschirm, den Dialog gern aufgeht, Ihre Frage eingeben. Die können Sie entweder ganz anonym senden oder den Tag nicht hinterstecken, senden Sie die Fragen, sehen wir Ihren Vornamen. Deshalb ist uns so wichtig, dass wir da den Nachnamen weglassen, weil sobald die Frage beantwortet wurde, werden die Fragen und Antworten mit dem Fragesteller für alle Personen in diesem Webinar sichtbar. Und einfach um Datenschutz zu gewähren, nehmen wir die Nachnamen raus. Nutzen Sie die Gelegenheit, schreiben Sie die Fragen und wir gehen dann blockweise darauf ein. Was wir auch nutzen, ist so ein Tool zum Thema Umfragen. Das zeige ich Ihnen dann als Umfrage. Und dann haben Sie die Möglichkeit, aus einer vorgegebenen Liste an Antworten die für Sie passende Möglichkeit herauszusuchen. Und auch das will ich gleich mal mit Ihnen ausprobieren. Weil wir möchten ja gerne wissen, zwischen sehe ich 44 Teilnehmer. Und ich würde gerne mal wissen, deshalb starte ich jetzt zum ersten Mal eine Umfrage. Und zwar würde ich gerne wissen, woher denn die Teilnehmer gerade kommen. Sie sollten jetzt eine Liste sehen von möglichen Bundesländern oder auch eine Gruppe von Bundesländern, das einmal zugeordnet zu den Landesverbänden der Deutschen Huntington-Hilfe, um mal zu sehen, wie die regionale Verteilung ist. Ich gebe noch einen Augenblick Zeit, dass so 70, 80% mitgemacht haben. Und dann zeige ich Ihnen mal, wo die Teilnehmer herkommen. Noch laufen die Antworten rein. Alles klar. Könnte ja auch sein, dass jemand aus der Schweiz oder aus Österreich dabei ist. Der sucht sich dann irgendeins aus. Ja, leider ist das jetzt nicht möglich. Ich gebe es mal frei, dann müssten Sie es auch gleich sehen können. Resultate freigeben. Sie sollten jetzt sehen, dass die meisten Teilnehmer heute Nachmittag
aus Bayern kommen. Ich gefolgt von dem hohen Norden, Bremen, Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Das ganze Republik ist hier vertreten. Wie gesagt, Teilnehmer aus Österreich und Schweiz können wir es hier, die habe ich jetzt nicht mit erfasst, aber die sind auch alle herzlich willkommen. Von daher. Ich freue mich auch darüber. Dann würde ich gerne noch mal wissen, jetzt wissen wir, woher die Leute kommen, jetzt würde ich mich interessieren, wie alt sind denn die Teilnehmer? Zu welcher Altersgruppe zählen sie sich? Das ist auch ganz spannend für uns. Ein bisschen Orientierung bekommen, sind mehr junge Leute, mehr ältere Leute dabei. Jetzt geht das auch schon ganz schnell mit der Eingabe der Daten. Das klappt super. Ich sehe schon 85% haben mitgemacht. Jawohl, 88. Das nehmen wir. Perfekt. Jetzt müssen wir auch das wieder sehen können gleich. Also wir haben diesmal gar keine ganz jungen Teilnehmer dabei. Der Großteil, ein Drittel, ist in den 50ern. Bei Älteren noch dabei, alle Gruppen vertreten. Vor allem was dabei. Sehr schön, prima. Danke, dass Sie da mitgemacht haben. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Und zwar ist das Webinar ja heute und auch das, was wir morgen am Sonntag durchführen, im Grunde der Start war das Wochenende für Genträger, für Menschen, die wissen, dass sie Huntington-Mutationen geerbt haben und deren Partner und Freunde. Die haben es dann geöffnet für alle, die interessiert sind an dem Thema. Und es ist auch geöffnet für Mitglieder in der Huntington-Hilfe wie keine. Deshalb aber trotzdem mal die Frage in die Runde, wer der Teilnehmer ist denn heute Mitglied in der DHH und wer ist es noch nicht? Das läuft auch ganz flugs. Ich sehe schon ganz viele Antworten. Okay, jetzt bei knapp 90%, dann nehme ich das mal als Antwort. Ich zeige Ihnen auch hier das Ergebnis. Das freut mich sehr. Wir haben eine 60-40-Verteilung. 60% sind schon Mitglieder der Deutschen Huntington-Hilfe. Die haben schon ziemlich viel richtig gemacht. Die anderen 40% werden wir vielleicht heute mit überzeugen können, diesem Webinar. Das Ergebnis gleich große Mühe. Prima, danke schön dafür. Dann zeige ich Ihnen mal als Deutsche Huntington-Hilfe, wer wir sind, was wir machen. Wir sind die Selbsthilfeorganisation und Vertretung der Huntington-Familie in Deutschland und das seit 1970. Wie Sie auch in unserem schönen Logo oben rechts sehen können, feiern wir dieses Jahr 50 Jahre Huntington-Hilfe in Deutschland. Ob und inwiefern wir feiern können, ist Corona-bedingt noch mit einem großen Fragezeichen versehen. Aber de facto sind wir jetzt so alt. Wir sind bundesweit vertreten, haben auch regionale Gruppen und Landesverbände, haben überall Kontaktpersonen, die man ansprechen kann. Wir haben eine zentrale Geschäftsstelle, die ist in Duisburg. Da kann man sich montags bis donnerstags beraten lassen. Die Kontaktdaten blende ich am Ende gleich nochmal ein. Wir bieten viele Treffen, seien es online wie dieses heute, aber auch persönliche Treffen in Nicht-Corona-Zeiten. Dazu gehören Infoveranstaltungen, wir haben Infomaterial, machen aber auch zielgruppenspezifische Aktivitäten, so wie das Genträgerwochenende, was gerade läuft, haben Angebote für Angehörige, für junge Menschen, für die über 35 Jahre. Wir machen einmal hier eine Konferenz. Dieses Jahr, wie gesagt, schwierig mit Corona und Abstandsregeln. Sind wir gerade in Klärung, wie wir das machen können und wollen. Die Quartalszeitschrift, die sich die Mitglieder im Briefkasten finden, beziehungsweise Nicht-Mitglieder auf unserer Homepage finden, ist der Huntington Kurier. Da gibt es viel aus dem Vereinsleben nachzulesen und auch wieder Neuigkeiten aus der Forschung, was sonst so wichtig ist. Als DHH bieten wir unseren Mitgliedern finanzielle Unterstützung. Wir haben jetzt einen Corona-Fonds aufgelegt, einen eigenen, wo sich Menschen hinwenden können, die einfach mehr Aufwendungen haben während der Corona-Zeit, weil vielleicht das Essen auf Räder nicht mehr ausgefahren wird und sie selber kochen müssen oder einfach mehr Aufwände haben. Und wir haben auch aufgrund einer Spende die Möglichkeit, pflegenden Angehörigen eine Auszeit finanziell zu ermöglichen, dass sie auch ein paar Tage in Kurzurlaub gehen, sich erholen, vielleicht eine kleine Wellnessreise machen und sich mal wieder Kraft zu schöpfen. Auch dafür gibt es Möglichkeiten bei uns. Alles von uns finden wir auf der Internetseite dhh-ev.de und da gibt es auch den Mitgliedsantrag. Das ist das, was ich zur DHH sagen wollte. Wie soll es jetzt weitergehen? Genau. Ich habe gleich zu mir gesagt, ich bin Michaela Winkelmann, ich bin die Vorsitzende der Deutschen Huntington-Hilfe seit knapp 3 Jahren und jetzt in diesen Corona-Zeiten daran interessiert, dass wir mit den Menschen draußen, mit den Familien in Kontakt bleiben und nutzen diese Online-Möglichkeiten,
verstärkt jetzt auch diese Webinare oder auch Online-Treffen. Und da bin ich sehr offen für, weil wir damit einen Weg gefunden haben, Leute zu erreichen, die wir sonst nicht erreicht haben. Und das freut mich einfach sehr. Ich freue mich auch immer wieder, wenn wir Referenten für solche Treffen gewinnen können. Und dazu habe ich heute den Herrn Lange an meiner Seite. Herr Lange ist, ich glaube, ein Urgestein. Ich weiß das gar nicht, wie viele Jahrzehnte schon Huntington-Erfahrung. Ich habe letztes Jahr mein 50-jähriges Jubiläum der Huntington-Forschung und mein 40-jähriges Jubiläum gefeiert der klinischen Arbeit. Ja. Weil solange ich bei DHH bin, ist Herr Lange immer auch dabei. Ich glaube, es gibt kein Treffen, wo er nicht dabei ist. Er ist auf Landesebene regional dabei. Sie leiten selber die Gruppe in Düsseldorf, waren bei vielen Gründungen von Landesverbänden und so weiter auch sehr stark involviert, sind in unserem wissenschaftlichen Beirat aktiv. Viele, viele Dinge, die wir Ihnen verdanken, auch Infomaterial, das ich am Ende mal einblenden werde, was auch mit Ihrer Unterstützung geschaffen wurde. Und immer wieder aktives Mitglied in Foren, um für Familien einfach da zu sein. Und das freut uns einfach sehr, dass Sie auch dabei sind. Selber als Nervenarzt noch immer aktiv, auch im fortgeschrittenen Alter, im George Hunting Institut in Münster, wie auch in Düsseldorf. Und alles, was ich jetzt vergessen habe, können Sie gerne selber ergänzen. Und ich gebe Ihnen auch das Wort und Sie haben den Raum jetzt für Ihre Präsentation. Wir freuen uns sehr. Ja. Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, über dieses Medium viele zu erreichen, trotz Corona. Das ist mir ganz wichtig, dass der Kontakt nicht abreißt, auch wenn er jetzt überwiegend im virtuellen Raum stattfindet. So, jetzt mache ich Bildschirmfreigabe schon. Ist das richtig? So, okay. Dann den PowerPoint und die Bildschirmpräsentation. Ja, mir ist heute wichtig, dass Sie verstehen, dass man nicht auf die erlösende 2 Millionen Dollar Spritze oder Tablette von irgendeiner Pharmafirma warten muss, um eine bessere Prognose in Sachen Huntington zu haben. Da kann man schon immer und immer mehr selber Gutes tun, um den Beginn der Krankheit hinauszuzögern bei denen, die noch nicht krank sind, und den Verlauf der Krankheit abzumildern und zu bremsen bei denen, die jetzt schon krank sind. Ich habe da mal so 6 Punkte mir vorgenommen. Wir steigen gleich ein in den Hintergrund, warum das so funktionieren kann, wie ich das jetzt aus über 40-jähriger klinischer Erfahrung sagen kann. Der Jim Gusella ist ja der Entdecker der Huntington-Modifikation und Mutation. Der hat das 1993 mit vielen Helfern und Teams aus der Taufe gerufen. Er hat in 2014 nochmal besonders darauf hingewiesen, wie unterschiedlich der Beginn der Erkrankung ist bei einem gleichen CAG im klassischen Bereich von hier. In dem Beispiel hat er das so mit 43 Jahren mal eingezeichnet. Und da weist er darauf hin, dass wir da um plus minus 25 Jahre reden. Ob man mit 20 Jahren krank wird oder mit 70 Jahren krank wird, das steht nur in den Genen geschrieben, dass man eines Tages krank wird, wenn man nur alt genug wird. Und es mehren sich die Informationen, dass man auch mit 40 CAGs durchaus ins ganz hohe Alter kommen kann, ohne dass man überhaupt ein Krankheitszeichen bietet. Also von dem, der es entdeckt hat, kriegen wir eigentlich nochmal in Erinnerung gerufen, die Krankheit läuft nicht ab wie ein Uhrwerk, da ist kein Erkrankungsalter und Beginn in Stein gemeißelt, sondern das können wir durch Einflussgrößen wirklich sehr beeinflussen. Eigentlich wissen wir das schon seit dem Jahr, in dem das Gen, die Mutation entdeckt wurde. 1993 hat dann die Arbeitsgruppe um Michael Hayden in Vancouver geschrieben, dass diese CAG-Länge nur für 50% dafür steht, wann die Krankheit beginnt. In der Regel sprechen die wissenschaftlichen Publikationen vom Krankheitsbeginn, wenn die motorischen Symptome sichtbar werden. Dass die Krankheit allerdings vorher angefangen haben kann, das steht auf einem anderen Blatt, das werden wir vielleicht mal in einem anderen Webinar nochmal aufgreifen, wie und wann beginnt eigentlich die Huntington-Krankheit.
aufmerksam geworden hätte die Forschergemeinschaft auch darüber, dass eineiige Zwillinge auch nicht am selben Tag erkranken und nicht den gleichen Krankheitsverlauf haben. Und das war mein Riesenvorteil, dass ich ganz früh in den 80er Jahren schon ein eineiiges Zwillingspaar kennengelernt habe. Die waren mindestens 5 Jahre im Erkrankungsalter auseinander. Und derjenige, der ab der Pubertät einen wesentlich vernünftigeren Lebensstil dann an den Tag gelegt hat, der ist derjenige gewesen, der später erkrankte und die ganze Zeit im Krankheitsverlauf immer der weniger Betroffene war. Und da hat mir das genügt als Proof of Principle, wie man das so schön sagt. Der hat mir bewiesen, dass es auch bei genetischer Eineiigkeit kein in Stein gemeißeltes Gesetz ist, dass man zum selben Tag wie der Zwillingsbruder krank werden muss. Das ist so ein bisschen aus dem Fokus der Forschung geraten, bis dann die Huntington-Mäuse das Licht der Welt erblickten und man damit experimentiert hat. Vor allen Dingen hat dann eine Arbeitsgruppe sich mal die Mühe gemacht, anzugucken, was passiert, wenn wir diese Mäuse in unterschiedlicher Umgebung halten. Die rote Linie sind die normalen Mäuse. Die haben, egal in welchem Käfig sie gelebt haben, in dem Käfig mit den Spielsachen, mit dem Hamsterrad und so weiter, denen hat das nichts ausgemacht, wann die in der oberen Grafik ist aufgestellt, wie lange die sich auf einem Drehrad halten können, bevor sie runterpurzeln. Gesunde Mäuse fallen nicht runter. Diese Linie, das sind die Huntington-Mäuse, die im normalen Laborkäfig gehalten wurde. Da langweilen die sich beinahe zu Tode. Man sagt ja auch im Volksmund, tot langweilig. Da Volksmund hat so viel Wahres schon im Kopf, das ist erstaunlich. Das sind also die zu Tode gelangweilten Huntington-Mäuse mit der Mutation. Die werden sehr früh krank, schon nach weniger so als 60 Tagen. Und am Ende von der Untersuchungsreihe von 160 fallen die alle prompt runter von diesem Drehrad. Die, die in der angereicherten Umgebung sich aktiv halten, da sehen Sie, wie gering der Prozentsatz ist, die diese Aufgabe nicht mehr können. Das sind noch nicht mal 20%, die dann sich nicht mehr auf dem Drehrad halten können. Und dann hat man festgestellt, wenn man die Huntington-Mäuse am Schwanz hochhält, dann schlagen die die Hinterbeine zusammen. Das ist dieser Reflex, der hier aufgezeichnet ist. Der fängt auch ziemlich früh an und ist dann sehr schnell bei fast allen und zuletzt bei allen diesen Mäusen dann zu sehen. Das sind die Mäuse, die in der angeregten Umgebung sich aufhalten. Da ist das am Ende der Zeit immer nur noch bei der Hälfte aufgetreten. Das heißt, deren Nervensystem funktioniert bei der Hälfte der Tiere immer noch wie bei den ganz normalen Mäusen. Und das Tolle ist, dass das sich auch am Gehirn wiederfindet. Das sind die Mäuse mit der Mutation, das ist die normale Maus. Der ist egal, ob die angeregte oder nicht angeregte Umgebung lebt. Die kommt schon klar mit der Situation. Die Mäuse, die in der angeregten Umgebung aufgezogen wurden, die hatten hinterher ein fast 20% größeres Hirngewicht. Und auch in Striatum, diese Struktur ist ja bei der Huntington-Krankheit immer mit am stärksten betroffen, selbst da hat es einen Schutzeffekt gegeben durch die Aktivität der Mäuse. Auch deren Caudatum ist größer gewesen als das der Huntington-Mäuse in dem langweiligen Laborkäfig. Und was auch interessant ist, ist, dass trotz dieser besseren Klinik, weniger Symptome, diese Huntington-Mäuse mehr Einschlusskörperchen hatten. Wir wissen ja seit langem, dass dieses falsche vergrößerte Eiweiß die Tendenz hat, sich irgendwo zu verklumpen und insbesondere dann im Zellkern diese Proteinklumpen sich finden. Früher dachte man, das macht die Störungen. Aber das belegt eigentlich das, was man jetzt eigentlich als Idee favoriert, dass das eher ein Schutzmechanismus der Zellen ist, um das giftige Protein, bevor es verklumpt, aus dem Weg zu schaffen. Das war jetzt aber der Anlass, und das ist in zwei weiteren Experimenten belegt worden, dass die angereicherte Umgebung so einen Schutzeffekt für Huntington-Gehirne bei der Maus darstellt. Dann ist die Forschertruppe, die an dem Venezuela-Stammbaum die Grundlagen dafür gelegt hat, dass man überhaupt das Gen identifiziert und mit der Mutation dann identifiziert hat, die sind dann hingegangen, haben die Daten da nochmal von diesem Riesenstammbaum analysiert und gesagt, was Nancy Baxter da in einem Kommentar in Lancet dann geschrieben hat,
wenn man sich die Gene mit 40 bis 50 Wiederholungen ansieht, macht die Wiederholungslänge nur 44% der Variabilität des Erkrankungsalters bei der Huntington-Krankheit aus. Eigentlich hätte das keine Überraschung sein müssen. Das war, wie gesagt, schon 1993 durch die Arbeitsgruppe in Vancouver als weniger als 50%. Das ist einfach nochmal am anderen Ende der Welt in Venezuela an dem Stammbaum bestätigt worden. Ein anderer gut bekannter Huntington-Forscher, der sich gut in der Thematik auskennt, kommentierte diese Studie so: Die Studie zeigt deutlich, dass der Beginn der Huntington-Krankheit bei Genträgern sowohl durch die Umwelt, als auch durch genetische Faktoren moduliert werden kann. Zu berücksichtigende Umweltfaktoren können Bildung, Arbeitsleben, Teilnahme an aktiven Hobbys, Ernährung und so weiter sein. Und ich glaube, das ist absolut richtig, was er da gesagt hat. Er hat das dann mit einem anderen Forscher nochmal in 2015 bestätigt, indem er gerade die Huntington-Krankheit als Beispiel genommen hat, dass Gene nicht für sich alleine funktionieren, sondern es eine Wechselwirkung gibt zwischen Umgebung und den Genen. Und das hat er sowohl in diesem Review betont, in dieser Übersichtsarbeit, dass das nicht nur bei Huntington-Mäusen experimentell nachgewiesen hat, sondern auch durch die Beobachtung beim Menschen. Und er sagt, wir müssen uns auf diese Umweltfaktoren wirklich konzentrieren, auch in der Forschung, um herauszufinden, was dahinter steckt, was deren biologische Grundlage ist, um vielleicht daraus auch wieder neue Therapieansätze zu bekommen. Ja, welche Umweltfaktoren hat man da im Visier? Und überraschenderweise ist da schon jemand sehr früh auf die Thematik gestoßen. Breckenridge in Australien hat schon 1974 analysiert, bei 1400 Patienten, deren Akten er durchgesehen hat, ob vielleicht das Klima sogar einen Einfluss auf die Manifestation hat. Und das ist das, was bei seiner Analyse rauskommt. Die Patienten, die in Regionen leben, wo der Winter noch Winter ist, das ist ungefähr etwa die 0-Grad-Grenze hier oben, Januar-Temperatur, Durchschnittstemperatur im Januar, wenn die bei 0 ist, hat er ein Erkrankungsalter von 34 gefunden. Bei denen, die im warmen Klima mit einer durchschnittlichen Januartemperatur von etwa 10 Grad lebten, die waren um gut 8 Jahre fast früher krank. Bei denen ist das überraschenderweise schon oft vor dem 28. Lebensjahr ausgebrochen. Das müsste eigentlich mal jetzt an diesen großen Datenbanken verifiziert werden. Da sind so viele, über 20.000 Datensätze ja verfügbar von Menschen, die sich aktiv an der Forschung beteiligen. Das müsste nachgeguckt werden, ob wir da tatsächlich das in dieser großen Fallzahl nochmal replizieren können. Aber interessant ist es ja, dass es auch mit dem Wetter abhängt, wann welche Symptome bei Krankheiten auftritt. Ja, ein wichtiger Punkt sind Ernährung und Genussgifte. Auch da hat es sehr früh Hinweise gegeben, dass das Körpergewicht ein prognostisch wichtiger Faktor ist. Das hat die Arbeitsgruppe in Boston schon 1991 publiziert, dass für die Prognose es gut war, wenn man zu Beginn der Erkrankung ein gutes Körpergewicht hat. Und zum Glück konnte das jetzt in neuerer Zeit, in 2017, bestätigt werden, in der großen Datensatz, dass tatsächlich bei Anfang der Untersuchungsreihe ein gutes Körpergewicht, ausgedrückt durch den Body Mass Index, wird Körpergröße und Körpergewicht in Relation gebracht, wurde gefunden, dass eine hohe BMI, ein hohes Körpergewicht, also zu Beginn, mit einem signifikanten langsamen Abfall in der Funktionsfähigkeit, in der motorischen und den kognitiven Fähigkeiten bedeutet hat. Und das ist etwas, an dem ja jeder sehr leicht arbeiten kann. Und meine Empfehlung deswegen, Wunschgewicht ist für die, die mit der Krankheit zu tun haben, Körperlänge in Zentimetern, weniger 100, gibt die Zahl in Kilogramm aus, für die das Körpergewicht dann am optimalsten ist. Ganz begeistert war ich von diesem Bericht, der mir Ende letzten Jahres dann bekannt wurde. Diese Arbeitsgruppe in Spanien hat Huntington-Kranken
eine besondere Diät gegeben. Ich erkläre die gleich näher. Und dadurch konnten die die bedrohliche Gewichtsabnahme bei den Huntington-Kranken stoppen und 73% der Teilnehmer nahmen an Gewicht zu. In der klinischen Anamnese kann man oft erfahren, dass nach einem drastischen Gewichtsverlust der Krankenhausaufenthalt unabwendbar war. Findet man in alten Akten, findet man in aktuellen Krankengeschichten. Also Gewichtsverlust bei Huntington-Kranken ist immer ein ganz, ganz schlechtes Zeichen und gilt es unbedingt zu vermeiden. Was die auch noch zusätzlich gefunden haben, dass Mikro-RNA, das sind Erbinformationen, die dafür da sind, Gene zu steuern und zu regulieren. Und man weiß, dass da manche von diesen Mikro-RNAs bei Huntington-Kranken erhöht sind. Und die haben sich 19 von denen angeguckt und fanden, dass die dann nicht mehr so hoch reguliert waren. Und haben das auch in Zusammenhang gebracht mit der besseren Funktionserhalt der Erkrankten. Und was ich ganz besonders toll finde, dass der kognitive Status bei 6 von den 11 Teilnehmern verbessert war. Was dahinter steckt, da kommen wir sicherlich drauf, auch wenn wir dann im morgigen Webinar über die Funktionserhalt des Gehirns dann sprechen. Da ist sicherlich aber wert, darauf zu legen, dass das auf jeden Fall eine gesunde Maßnahme ist, sich gesund und energiereich zu ernähren und das Körpergewicht zu halten. Das ist die Diät, die die Patienten gemacht haben. Das liest sich gar nicht schlecht. Im Prinzip kann man sagen, so, das klingt sehr nach mediterraner Kost, ist es auch, und die wird generell als gesund und hilfreich empfohlen. 4-5 Tage pro Woche haben die Patienten ein purinreiches Gemüse gekriegt, alles leckere Sachen dabei. An 3-4 Tagen haben die Muschelfleisch zu sich genommen und fetten Fisch. In dem fetten Fisch sind die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, Omega-3 und Omega-6 zum Beispiel. Und an 2-3 Tagen sollten auch Nüsse konsumiert werden und Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind generell sehr tolle Proteinträger und haben eben auch diese mehrfach verzweigten Aminosäure, die lebenswichtig sind, weil der Körper die nicht selber herstellen kann. Täglich sollten Früchte und Fruchtsäfte getrunken werden, wobei man bei Fruchtsäften auf den Fructose, den Fruchtzucker, achten muss. Wenn da zu viel konsumiert wird, kann das die Leber schädigen. Salat und Gemüse kann man ohne Ende essen, da sind ganz viele Antioxidantien drin. Und das native Olivenöl zum Anmachen der Salate und des Gemüse, da ist diese ganz wichtige Ölsäure drin, die einfach ungesättigte Fettsäure, die wir auch nicht selber herstellen. Das muss also dem Körper zugeführt werden. Also das klingt in meinen Augen nach einer guten und leckeren und gesunden Diät. Also das sollte man sich gut dran halten. Viele wissen ja, dass ich sehr darauf achte, dass meine Patienten sich gesund ernähren und die eine gesunde Ernährung auch noch durch Nahrungsergänzungsmittel ergänzen, weil das Gehirn bestimmte Substanzen braucht, um sich jede Nacht zu reparieren. Gehirnzellen sind ja Tag und Nacht aktiv und die Schlafenszeit wird genutzt, um da viele Reparaturen auszuführen. Die älteste Studie, die mir bekannt worden ist, die darauf zielte, können wir die Krankheit durch Naturstoffe beeinflussen, ist die Vitamin-E-Studie der Arbeitsgruppe in Baltimore. Die habe ich selber in 1994 besuchen können. Da waren die Ergebnisse gerade frisch aus dem Labor sozusagen gekommen. Und es war schade, dass bei den Erkrankten kein Einfluss der Vitamingabe zu finden war. Aber eine Untergruppe der Erkrankten, die wenig Symptome zu Beginn der Studie, die verbesserten sich durch diese Vitamintherapie. Und sie finden keine Literaturstelle, wo diese Arbeit zitiert wird, wo das so herausgestrichen wird. Das heißt immer, Vitamin E hat keinen Effekt. Da ist einfach diese primäre Quelle nicht richtig zitiert. Der andere große Hoffnungsträger war ja das Coenzym Q10, was in der Studie von 2001 hoffnungsvolle Daten geliefert hat, indem das alle Patienten, die Coenzym Q bekommen hatten, nur Coenzym Q2 oder zusammen mit einem Medikament, was auch getestet wurde, die waren 13% besser dran in der Alltagsfunktionalität als die, die entweder das Medikament Remazimid oder Placebo hatten. Dann hat man versucht, das an einer großen Studie nachzuvollziehen, ob das
Medikamente, das Q10 tatsächlich wirksam ging. Da hat man dann über 400 Patienten eingeschlossen, also sich viel Mühe gegeben, sollte 60 Monate laufen, wurde aber bei Halbzeit abgebrochen, weil es keinen Hinweis gab, dass die mit Q10 behandelten Patienten am Ende sich besser darstellen würden als die mit Placebo behandelten. Der Messgröße, die da zugrunde lag, war dieser Alltagskompetenztest. Da wird auf einer Skala, die von 0, wenn man gar nichts mehr kann und total pflegebedürftig, bis 13, wenn man noch alles kann und auf keinerlei Fremdhilfe angewiesen ist. Aber diese 13 Punkte von 0, von 13 auf 0 kommt man nach 20, vielleicht auch 25 oder 30 Jahren erst. Das ist also kein sehr scharfes Messinstrument. Und für mich ist klar, das war nicht das geeignete Messinstrument, um die Wirksamkeit von Q10 nach auch 2 Jahren zu beurteilen. Das ist einfach zu unscharf, das Messinstrument, um so eine Wirkung da sicher zu. Aber die Interpretation war, Q10 wirklich. Für mich war die Schlussfolgerung, die Studie war nicht die geeignete. Das ähnliche Schicksal hat Kreatin dann erlitten. Da waren die ersten Ergebnisse auch ermutigend, dass da tatsächlich auch eine Stabilisierung der Alltagsfunktionsfähigkeit oder der Motorik oder neuropsychologischen Tests erreicht war. Das hat Sarah Tabrizi, die uns allen 2003 veröffentlicht. Die Arbeitsgruppe in Boston hat auf Stressfaktoren im Blut geguckt und gesagt, hör mal, da ist weniger Stresssignal im Blut zu finden und die Hirnatrophie hat sich verlangsamt. Dann wurde von der Study Group in Amerika eine große Studie mit über 500 Patienten aufgelegt, wobei nicht klar ist, wie viel Verum und wie viel Placebo. Den Hörern nach 2/3 mit Verum und 1/3 Placebo-Patienten. Das wurde auch nach einer Zwischenanalyse im September 2014 abgebrochen, weil auch da der TFC keinen Hinweis gab, dass die unter Kreatin stehenden Patienten da besser abschneiden würden im Verlauf als die unter Placebo behandelten. Aus der Arbeitsgruppe in Boston kam dann aber eine ganz intelligente Ansatz zur Kreatintherapie. Da wurden asymptomatische Risikopersonen, und zwar 64, von denen die Untersucher nicht wussten, wie der genetische Status war, ob das mit Expansion oder nicht. Das wussten nur die Statistiker, die hinterher die Messwerte ausgewertet hatten. Da waren 6 unter den 64 Risikopersonen waren 47 mit der Expansion und 17 eben ohne die Expansion. Und die Mutationsträger, die Verlängerung hatten und Kreatin bekommen hatten, die hatten dann nach 6 und 18 Monaten weniger Schrumpfung in der Hirnrinde und in dem Striatum, dem Nervengewebe in der Tiefe des Gehirns, was am stärksten betroffen ist. Das fand ich also doch ein ganz wichtigen und bemerkenswerten Ergebnis mit einem sehr validen Ansatz, wenn wir bei einer Krankheit, die das Gehirn beeinträchtigt, das Gehirn direkt vermessen, ist das ganz wichtig und hilfreich, um solche Schutzeffekte zu beurteilen. Viele der Patienten nehmen ja auch Omega-3, Fischöl, Lachsöl-Kapseln zu sich. Und da gibt es ja auch eine längere Vorgeschichte dazu. In 2005 und 2008 waren da ganz positive Daten schon zu kriegen. Die letzte Übersichtsarbeit zu dem Thema ist im letzten Jahr veröffentlicht worden. Da sind insgesamt über 700 Patienten eingeschlossen aus 4 randomisierten Studien, die doppelblind durchgeführt wurden. Und da lässt sich jetzt sagen, dass Ethylether, dieser wichtigste Stoff in der Lachsöl- oder Fischölextrakten, dass das verbessert signifikant die Motorikfunktion nach 12-monatiger Behandlung. Und eine verringerte Hirnschrumpfung ist schon nach 6 Monaten fassbar. Also von daher auch ein Hinweis auf Wirksamkeit im puncto Hirnschutz. Aufbauend auf diesen publizierten Daten empfehle ich ja meinen Patienten oder denen, die wissen, dass sie die Mutation in sich tragen, eine Behandlung mit ausreichend gesunder Kost.
mäßigen Genuss von Genussgiften, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, und diesen Naturstoffen, den Nahrungsergänzungsmitteln, Vitamin E in geringer Dosierung, Vitamin C in Retardform, dass nicht alles gleich durch die Niere ausgeschieden wird. Coenzym sollte man auch in der richtigen Präparation nehmen, dass das gut resorbiert wird. Kreatin, das sollte man so machen wie die Hochleistungssportler, nur an 6 Tagen pro Woche, damit am 7. Tag in der Woche die eigene Kreatinproduktion wieder hochgefahren wird. Beim Fischöl sollte man darauf achten, dass eben ein hoher Anteil von Eicosapentaensäure und Doxahexaensäure, das EPA und das DHA, vorhanden sind, die beide ganz wichtig für den Funktionserhalt des Gehirns sind. Beta-Carotin ist auch ein Hirnschutzstoff, aber nur in geringer Dosierung gesund und nur bei Nichtrauchern. Bei Rauchern hat man festgestellt, wenn die Beta-Carotin zu sich genommen haben, haben die überraschenderweise noch mehr Lungenkrebs bekommen als die Raucher, die kein Beta-Carotin nehmen. Ja, habe schon angedeutet, dass mit Genussgiften vernünftig umgegangen werden muss. Der große Datensatz von Enroll wurde analysiert. Raucher, Nichtraucher, da war der Unterschied dann 2 Jahre früher sind Raucher erkrankt. Beim Alkohol hat mich überrascht, dass da nur 1 Jahr Unterschied gefunden wurde. Von meinem klinischen Eindruck hätte ich da auch gerne angenommen, dass es 2, 3 Jahre wären. Bei Drogen ist klar, das ist sowas Gesundheitsschädigendes. Das wundert nicht, dass im Durchschnitt die Patienten mit Drogengeschichte 3,5 Jahre fast früher erkranken als die, die keine Drogen in ihrer Vorgeschichte haben. Selbst sowas eigentlich harmloses und in geringem Maße gesundes wie Kaffee hat zu seiner Auswirkung. Die Arbeitsgruppe in Spanien hat dann geguckt, was macht Kaffeegenuss? Und die haben dann gefunden, dass ein Koffeinkonsum von mehr als 190 Milligramm pro Tag entspricht so etwa 2 kleinen Tassen von normalem Kaffee, signifikant mit einem früheren Erkrankungsalter verbunden waren. Da redeten die auch über 3,5 Jahre. Fand ich überraschend. Also 2 Tassen Kaffee, eine morgens, eine mittags, ist bestimmt ein guter Tipp. So, das wäre so der erste Block. Jetzt darf sich jeder doch eine Tasse Kaffee oder sonst was nehmen. Und vielleicht schauen wir schon auf die erste Frage. Frau Winkelmann, haben wir da schon Dringendes, Wichtiges, was wir schon beantworten müssen? Danke erstmal für die ersten 3 Themen und Block 1. Ja, jetzt ist die Zeit für den Kaffee oder die Fragen oder andere Getränke. Ich habe bisher nur eine Frage, von daher möchte ich genau alle ermuntern, nutzen Sie die Gelegenheit, die Fragen in diesen F&A-Knopf darüber einzugeben. Jetzt alles über Hintergrund, Umweltfaktoren, Ernährung. Jetzt kommen die Fragen rein, alles klar, es läuft los. Das erste ist, da hat was geklappt, nicht geklappt mit der Umfrage. Ich denke, das war was spezifisch an einem Computer, das nicht geklappt hatte. Tut mir leid, weil alle anderen konnten ja an Umfragen teilnehmen. Ich hoffe, wir können das vielleicht im Nachgang mal testen an diesem einen PC. Aber ich glaube, das im Grunde hat es ja geklappt. Dann müssen wir nicht weiter darauf eingehen. Ja, Hilfestellung, wo kann ich da was reintippen oder beantwortet werden? Genau, nee, brauchen Sie nicht, die mache ich jetzt gerade. So, ja. Dann gibt es eine Frage von Peter, der fragt, ist generell von Fleischkonsum tierisches Protein abzuraten? Nein, ein geringer Fleischkonsum ist eher gesund. Wir sind so ein Gemischtwarenladen in aller Sicht. Je komplexer wir uns ernähren, vegetarisches Protein, aber gelegentlich eben auch die Stoffe, die nur im fleischlichen Protein drin sind. Es sollte also keinesfalls täglich Fleisch auf den Tisch, einmal in der Woche, zweimal in der Woche, ist sicherlich aber gesünder. Die komplett vegetarisch sich ernähren, die müssen dann zu anderen Quellen, um die fehlenden Stoffe sich dem Organismus zuzuführen. Das ist dann also von Natur eher vorgesehen, dass wir uns so variabel ernähren, aber sicherlich nicht so mit dem Fleischkonsum betreiben, wie wir das bisher getan haben. Prima, danke. Dann kommt eine Frage von Nicole, die möchte wissen, sollte ich die Nahrungsergänzungsmittel jeden Tag einnehmen? Das ist richtig, sollte man jeden Tag. Und die Dinge, die man nur einmal am Tag nimmt, am Abend nehmen, weil diese Stoffe, wie gesagt, für die Reparaturen, die nächtlichen Reparaturen an den Gehirnzellen
möglicherweise auch bei der Reparatur der Erbsubstanz, die auch nach Vorzugsweise stattfindet, eine Rolle spielen. Insofern ist der Spiegel, der Wirkspiegel dann im Blut und im Gehirn am höchsten, wenn man das abends einnimmt. Und dann hat man die Sicherheit, dass der Reparaturtrupp wirklich gut ausgerüstet seine Arbeit nachts verrichten kann. Prima, danke. Okay, dann geht es weiter mit nochmal eine Rückfrage. Wie war nochmal diese Rechenformel, um das optimale Gewicht zu bestimmen? Genau, das ist relativ einfach. Körperlänge, wenn einer 1,70 Meter groß ist, minus 100, 70 ist die Anzahl, die auf der Waage dann angezeigt wird, sollte er also 70 Kilo ungefähr stabil halten. Ist natürlich immer abhängig davon, ob der Internist, der Kardiologe oder der Endokrinologe irgendwas sagt, nee, Sie müssen aber doch ein bisschen runter mit dem Gewicht. Aber heute weiß man, dass die früheren Gewichtsangaben eher für die höheren Altersangaben irreführend waren. Die haben eher eine geringere Lebenserwartung, wenn man Spindeldür durch die Welt läuft, als wenn man dann tatsächlich nach dieser Gewichtsformel einigermaßen lebt. Danke. Nochmal die Frage nach dem Kaffee. Ist viel Kaffee gut oder schlecht? Die Frage konkret, habe ich es richtig verstanden? Kaffee hat positive Auswirkungen auf den Krankheitsausbruch, in Klammern später. Nein, diese Untersucher an diesem großen Datensatz hat gesagt, die Kaffeetrinker, die mehr als zwei dieser Kaffee, also normale Kaffeetassen zu sich nehmen, die waren im Schnitt 3,5 Jahre früher erkrankt. Hat mich überrascht, weil bei anderen Erkrankungen sagt man, Kaffee ist gut. Bei Demenz sagt man, 3 Tassen Kaffee über den Tag verteilt, der Alters, weil der Parkinson, sagen wir, Nervenärzte den Patienten auch, ist ganz gut, 3 Tassen Kaffee zu trinken. Also, aber dieser Datensatz hat es eben so ergeben, dass tatsächlich bei mehr als 2 Tassen Kaffee das Erkrankungsalter 3,5 Jahre früher war. Das ist echt überraschend, ja. Dann gibt es eine Frage von Sabrina. Wer erstellt solche speziellen Ernährungspläne? Die Diät sagt mir mit den gezeigten Inhalten so gar nichts zu. Das Material wird ja alles von der DHA zur Verfügung gestellt. Nehmen Sie dann sich den Ausdruck, rennen Sie dann zur Krankenkasse, sagen, ich brauche Ernährungsberatung, ist so eine gesetzliche, für gesetzliche Kassen eine Leistungspflicht. Da hat jeder Anspruch darauf, sich vom Ernährungsberater dann einzeln und persönlich beraten zu lassen. Zeigen Sie mir mal, ich muss diese und diese Stoffe, der erklärt Ihnen dann ganz genau und auch nach Ihrem eigenen Vorzugsgeschmack, wie Sie an diese gesunden Stoffe kommen. Auch noch eine Ergänzung, ich weiß nicht, ob es in jedem Huntington-Zentrum so ist, aber zumindest an dem in Ulm weiß ich es, da ist auch eine Ernährungsberatung, die man Anspruch nehmen kann, am Huntington-Zentrum angegliedert. Wunderbar. Dann geht es weiter. Kann man die Folien bekommen? Es war sehr viel Information. Ja, das ist geplant. Wir haben es im Vorfeld abgesprochen. Herr Lange wird den Folien jetzt zur Verfügung stellen. Freut mich sehr. Auch die Aufzeichnung, die gerade läuft, werden wir auf dem DHH-YouTube-Kanal hochladen, dass also man in Ruhe angucken kann. Kommt im Nachgang. Ja, machen wir. So, verstehe ich jetzt richtig, ist die nächste Frage von Kai, dass es einen idealen BMI gibt. Ja, da sind gerade in letzter Zeit viele Studien gelaufen, dass der BMI im zunehmenden Alter gar nicht mehr so richtig das ideale Gewicht, was die Lebenserwartung widerspiegelt. Also da passiert ja auch im Alter, dass man anstatt noch 1,72 Meter, wie ich mal war, auf einmal nur noch 1,70 Meter groß ist. Dann wäre ich allein da schon im Verhältnis, selbst wenn ich mein Körpergewicht nicht verändert hätte, im BMI schon wieder eine Stufe schlechter. Aber das berücksichtigt er gar nicht. Der gilt so in der Lebensetage bis 50, aber jenseits von 60 ist der gar nicht mehr richtig. Da gibt es einen sogenannten Smart BMI. Wenn man den sich im Internet unter dem Begriff Smart BMI anguckt, findet man ganz andere Rechenhilfen, die dann für einen altersgemäß und geschlechtsbezogen ein günstiges Körpergewicht daraus rechnen lassen. Okay, prima, muss ich auch nicht. Okay, dann weiter die Frage von Bernd. Gibt es die Liste Nahrungsergänzungsmittel als Auflistung, als Excel-Form? Die wird in den Folien genauso, kann sich jeder ausdrucken und das dann zusammenstellen. Und wer es bequem haben will, es gibt einen Teil dieser Substanzen in so einer Trinkampulle, kann man auch auf der Webseite in meinem Bericht über die Naturstoffe im Internet auch finden. Ja, kommen wir auch gleich nochmal vorbei. So, jetzt gerade genau die Frage, wo bekomme ich die richtigen Nahrungsergänzungsmittel? Ja,
nicht bitte aus China oder anderen zwielichtigen Quellen. Da sollten Sie Wert darauf legen, dass die entweder aus Europa oder Nordamerika kommen, damit die Qualität stimmt. Q10 wird am besten auch in Japan produziert. Das ist das Beste, was man kriegt, aber hier in der Regel bei den guten Firmen auch verwendet wird. Also nichts, wenn Sie schon am Preis merken, immer, da kann nichts Vernünftiges drin sein, dann schlucken Sie mehr Gift als eine nützliche Substanz. Ja. So, dann eine spannende Frage, die anonym gestellt wurde. Warum werden die Kosten für Vitamine nicht von den Krankenkassen übernommen, wenn es doch so vielversprechend sind? Ja, das ist in Deutschland, glaube ich, nur bei 3 bis 4 Patienten oder Familien gelungen, die Kosten von der Kasse erstattet zu bekommen. Bei privaten Krankenkassen oder Beihilfe sieht es schon ein bisschen anders aus. Die reagieren da etwas großzügiger. Aber gesetzliche Kassen sind nur verpflichtet, für verschreibungspflichtige Medikamente zu bezahlen. Diese Substanzen, die sind alle nicht Medikamente und alle nicht verschreibungspflichtig. Und Vitamine kriegt man nur, wenn man einen nachgewiesenen Vitaminmangel hat. Der liegt ja nicht vor bei Huntington-Kranken. Die haben nur einen erhöhten Bedarf, weil so viele Reparaturen im Gehirn ablaufen müssen und an anderen Geweben. Deswegen ist es ein Glücksfall, wenn man das von der Kasse erstattet bekommt. Man kann es beantragen. 3 hatten Glück, die anderen 700, die es auch versucht haben, haben also Pech gehabt. Kenne ich auch keinen Trick von DHH seit, dass wir irgendwas einreichen könnten. Dann fragt Angie, wie kann ich mit 60 Jahren 13 Kilo zunehmen? Ich habe noch nicht so viel gewogen, weil ich ein persönliches Beispiel gemacht habe. Ja, ich kann also an einem Wochenende mit guten Speisen oder im Urlaub, kann ich zusehen, dass ich in einer Woche 1 Kilo zunehme. Also ich weiß, wie es geht, aber da muss jeder den Weg finden, der vielleicht auch mit dem Allgemeinarzt gut abgestimmt ist, der ihn rät, vielleicht auch nach der Ernährungsberatung. Wer untergewichtig ist, hat immer Anspruch darauf, so diese olympische Trinknahrung zu bekommen. Das ist die hochkalorische Nahrung, die Untergewichtige oder Kraftsportler so zu sich nehmen, wo jeder Schluck ja schon hunderte von Kalorien in sich hat. Viel Süßes kann auch helfen. Wenn man gerne gesunde Süßigkeiten mag, dann ist man da sicherlich auch ganz schnell dabei. Kakao mit Sahnehäubchen, der bringt schon jede Menge. Oder ein Latte Macchiato ist ja auch ernährungstechnisch anders, als wenn man eine Tasse schwarzen Kaffee trinkt. Da geht es gerade weiter. Ab dem Stichpunkt von Kai die Frage, wie ist die Einnahme von Kohlenhydraten und industriellem Zucker zu bewerten? Natürliche Zuckerquellen sind okay. Industriezucker ist der Nervenkiller und Gewichtskiller Nummer 1. Sollte man also großen Bogen um den industriellen Zucker machen. Aber so Honig und solche Stoffe sind zum Süßen sicherlich ganz vernünftig. Genau. Das war eben auf einer der Folien mit der Zusammensetzung des Tagesplanes. Was bedeutet nur ein Milchprodukt am Tag denn konkret? Das ist wiederholt belegt worden, dass diejenigen, die da mehr als ein Glas Milch am Tag zu sich nehmen, deutlich früher erkrankt sind. Ich glaube, da reden wir auch von über 3 bis 4 Jahren, dass das Erkrankungsalter früher war bei denen, die mehr als ein Milchprodukt am Tag zu sich genommen haben. Milch ist nicht für erwachsene Menschen gemacht. Ist für Kälber eigentlich von der Natur vorgesehen. Ersatzweise kann man da kleine Kinder mit aufziehen, aber für erwachsene Menschen ist das kein Vorzugsnahrungsmittel. Alles klar. Wir haben noch ganz viele Fragen vor uns. Sie machen einfach weiter. Ja. Können Sie Adaptogene empfehlen, zum Beispiel Ginseng oder Ashwagandha? Also da gibt es nichts, was ich dann spezifisch zur Huntington-Krankheit empfehlen kann, weil das niemand untersucht hat. Ginseng ist generell hilfreich. Es gibt Patienten, die ihren Tinnitus damit behandeln. Es gibt Daten, dass das auch bei Demenzerkrankten im milden Stadium einen gewissen Schutzeffekt hat. Also gesund ist es, aber ich kann da keine Daten liefern, dass ich wüsste, welchen Unterschied das bei Mutationsträgern oder Huntington-Kranken macht. Okay. Die Frage geht vielleicht in andere Richtung, wir nehmen wir trotzdem. Die Frau von Bern kann nicht mehr Fahrrad fahren wegen der Sturzgefahr. Sie suchen deshalb ein Liegerad, was sie kaufen wollen, oder teilweise, man kann das auch zuschussen lassen wollen.
Ist es denn sinnvoll, dass die Frau körperlich trainiert, um aktiv zu bleiben? Ist das zu befürworten? Absolut. Darauf kommen wir gleich, ganz besonders stellen wir zurück. Aber nicht vergessen diese Frage, werden wir nachher im zweiten Teil auf diese Thematik eingehen. Und da war dann eine Ernährungsfrage weiter, mal eine von Kai, der fragt nach Keto-Ernährung, was ist davon zu halten? Das, was ich davon verstehe, ist die sehr einseitig und von daher bin ich ein großer Freund der abwechslungsreichen, gemischten Ernährung im Sinne der mediterranen Diät, ergänzt dann gerne um diese Naturstoffe, von denen wir wissen, dass sie da durchaus einen positiven Effekt auf die Gehirne bei der Huntington-Krankheit haben können. Gut. Dann geht es weiter an Peter, der fragt, genügt für die ACE-Vitamine ein einfacher, kostengünstiger ACE-Saft oder sind Tabletten als Nahrungsergänzung besser geeignet? Also da darf man gerne auch auf den Preis gucken, wenn das, wie gesagt, europäische oder nordamerikanische Produktion ist oder aus Japan kommt, dann hat man sicherlich einigermaßen gesicherte Qualität, dann darf es gerne über den Preis bestimmt werden. Wichtig ist, dass man all diese Dinge auch über die gesunde Ernährung zu sich führt. Vitamin C wirkt nur, wenn Begleitstoffe aufgenommen werden. Man kennt das von einem Rattenexperiment. Wenn die ohne Vitamin C gehalten werden, dann kriegen die den Skorbut. Das heißt, Zahnfleischbluten, wie die Matrosen früher, die kein Sauerkraut an Bord hatten. Und wenn die dann einfach reines Vitamin C, die Ascorbinsäure, bekommen haben, dann blieb das Zahnfleischbluten bestehen. Und erst als man den Grünfutter dazu gegeben hat, schlagartig in den nächsten 2, 3 Tagen war der Skorbut weg. Da hat das Vitamin C wieder in die Gefäße der Mundschleimhaut sich einbauen können und die Gefäße abgedichtet. Nur dann hat es funktioniert. Also es ist ganz wichtig, dass diese rein chemisch reinen Vitamine immer sozusagen mit ihren Naturbegleitstoffen aufgenommen werden. Deswegen ist diese gesunde Ernährung die Basis. Wer die nicht hat, der braucht überhaupt keine Vitamintablette zu schlucken. Eine Frage, die hat mein ehrlicher vor. Ich habe einen BMI unter 19 schon immer. Wie kann ich Gewicht gewinnen? Mein Gewicht ist sehr stabil. Ich bin 30 Jahre alt. Also, das am besten entweder mit dem guten Hausarzt abstimmen. Das muss immer individuell abgestimmt werden. Es kann ja sein, dass da Fettstoffwechselstörungen eine Rolle spielen und oder. Das sollte man wirklich ärztlich abgesichert und vielleicht mit einem Ernährungsberater im Boot wirklich auf sich persönlich dann bestimmt dann angeht. Gewichtszunahme, Sie sehen ja, wie das hochgegangen ist. Wir haben ja einen großen Teil schon Übergewicht bei Schulkindern. Da sind ja schon 30% der Kinder, die zur Schule gehen, schon übergewichtig, weil die lauter Kalorien halt, die Dinge, wo lauter Industriezucker drin, viele Getränke sind gezuckert und so weiter. Die gesunde Milchschnitte ist das Ungesündeste, was man Kindern geben kann. So, in der Frage, ist es bei Kaffee besser, diesen durch grünen Tee zu ersetzen? Nein, es gibt ähnliche Wirkungen vom Koffein, vom Teein. Das sollte man so nach Geschmack regulieren. Ich denke, wenn Sie lieber Kaffee trinken, warum dann auf grünen Tee umsteigen? Das alles muss auch so einigermaßen Spaß machen. Wenn man nur gesund ist, aber am liebsten einen Teller stehen lassen würde, macht das keinen Sinn. Also Leben ist beschwerlich genug. Wenn man dann noch ein langes Gesicht macht beim Essen und Trinken, würde ich von abraten. Trinken Sie das von dem Kaffee oder vom Tee, was Ihnen besser schmeckt, was Ihnen mehr Spaß macht, dann wird auch die Wirkung besser sein. Ja, wunderbar. Kurz zum Organisatorischen. Die Frageliste ist noch sehr lang, wir haben noch über 10 offene Fragen. Ich würde einfach an der Stelle einen Blog machen mit den Fragen, dass wir den Inhalt weitergehen und dann können wir die Fragen am Ende wieder weitermachen. Super. Können wir gar nicht durch. Aber vielen Dank für tolle und spannende Fragen. Mach ja, toll. Wir gehen die alle durch. Aber wir haben noch ein bisschen Inhalt vor uns. Dann geben wir erstmal den Inhalt genau, weiter. Genau, ja. Das dicke Ende kommt jetzt. Bitte weiter Fragen stellen. Genau, so. Warum will er nicht? Warum will er nicht? Warum will er denn nicht jetzt weitermachen? So, hier, hoppala, hopp. Einmal zurück. So, wir sind beim Punkt 4, Lebensstil. Da hat sich eine Gruppe die Daten von Registry, nein, das ist die also eine Neuseeland- und Australien-Gruppe, die haben bei 154 Patienten angeguckt, was Lebensstil und Krankheitsbeginn vielleicht gemeinsam haben.
Und die kamen zum Schluss, dass ein passiver Lebensstil vielleicht schon ein präklinisches Symptom der Huntington-Krankheit sein könnte, aber auch tatsächlich zum früheren Auftreten von Symptomen beitragen kann. Und dass sie empfehlen also und vermuten, dass das Überwinden dieser Passivität den Beginn der Krankheit erheblich verzögern könnte. Also ich glaube, da steckt viel Wahres drin in dieser Beobachtung. Das ist mal von der spanischen Gruppe anhand der Registry-Daten angeguckt worden, was die Ausbildung, die Schul- und Berufsbildung mit Krankheitsverlauf und Beginn zu tun hat. Die fanden ein überraschendes Ergebnis, was aber doch letztlich gut erklärt ist, denn die Menschen mit der längeren Ausbildung hatten ein früheres geschätztes Manifestationsalter, aber weniger schwere klinische Symptome. Die Motorik war um 3 Punkte besser, das ist eine Skala von 0, wenn man nichts hat, auf 124, wenn man überall am schlechtesten abschneidet. Kognitive ist eine nach oben offene Skala, da hat man möglichst viele Punkte und da waren die Menschen mit der längeren Bildung kognitiv 27 Punkte besser. Und im Verhalten, da ist es besser, man hat keine Punkte, dann hat man überhaupt keine seelischen Probleme. Die waren 3 Punkte besser auf der Skala. Und in der Funktionsfähigkeit, diese Skala von 0 bis 13, waren die immerhin 1 Punkt besser als die Patienten mit weniger Ausbildungsjahren. Und dieses geschätzte Manifestationsalter ist das, was der Untersucher in den Zentren sagt, wenn man, was schätzen Sie, wird man dann gefragt, wann die Krankheit begonnen hat. Das ist also natürlich auch kein in Stein gemeißelter Wert, aber nach allem, was der Untersucher dann an Fakten hat, schätzt er dann das ein. Und es ist klar, wenn jemand aufmerksam ist und sich sehr genau beobachtet, der erzählt einem natürlich viel früher, hör mal, da habe ich das erste Mal dieses Problem gehabt, der ist da, da kann der Untersucher natürlich sagen, aha, da war vielleicht schon der Initialzünder für diese Krankheit. Jemand, der da so wenig aufmerksam durchs Leben und mit sich geht, also viele Kranke, die fragen sie, die sehen aus, als seien sie ein halbes Dutzend Jahre krank. Die fragen sie, wann hat die Krankheit begonnen? Die sagen ihnen einfach, ich glaube so vor 1 oder 2 Jahren. Wenn man dann den Partner anguckt oder einen anderen Informanten aus der Familie hat, die erzählen einem dann, bei der Hochzeitsfeier vor 5 Jahren war schon ganz klar, dass der krank ist. Deswegen ist das bei denen, die achtsam sind, sicherlich immer mit verlässlicheren und dadurch früheren Daten zu rechnen, in diesem sozusagen retrospektiv erfassten Krankheitsalter. Aber die Autoren vermuten auch, dass die besseren klinischen Daten eine Wirkung dieser besseren Ausbildung sein können. Ich glaube schon, dass da die Tendenz ist, und das weiß man durch die Bevölkerungsstudien, dass die bessere Bildung zu einer gesünderen Ernährung, die haben meist viel weniger Übergewicht. Zum Beispiel in Amerika ist das ganz klar, das große Übergewicht sind die wenig gebildeten Berufsschichten. Also da ist, glaube ich, so eine komplexe Wechselwirkung. Es tut gut und Not, sich gut zu bilden. Und das hat eben auch einen sicheren gewissen Schutzeffekt fürs Gehirn. Das weiß man auch bei Alzheimer-Krankheit. Die lange aktiv sind und sich geistig fit halten, die kriegen später Alzheimer-Probleme und bleiben auch in der Alzheimer-Krankheit viel länger fit. Das wird im gleichen Maße für die Huntington-Krankheit auch so gelten. Und diese Arbeitsgruppe hat sich dann angeguckt, was Bildung, Beruf, Beteiligung an kognitiven Aktivitäten bei Genträgern bedeutet. A, in Bezug auf kognitive Leistung und Erkrankungsalter. Und die haben sich auch angeguckt, was am Gehirn passiert. Also eine sehr aufwendige, gut gemachte Untersuchung. Und die fanden, dass als ein hohes Maß an kognitiver Beteiligung signifikant mit besser erhaltener Exekutivfunktion, also Kontrollen über Situationen, verzögertem Auftreten der Symptome und verringertem Volumenverlust im linken Precunus und Nucleus caudatum. Caudatum ist ja so das Zentrum des Geschehens, wo ganz viele Nervenzellen absterben. Wenn das also durch diesen aktiveren Lebensstil besser erhalten bleibt, ist das ja eine tolle Therapie. Und auch dass die Vernetzung der Hirnzentren war deutlich stabiler, insbesondere von diesem zingulären Kortex. Das ist eine hohe Schaltstation, die mit unserem emotionalen Erleben zu tun hat
und der linke Gyrus angularis, der hat, da sitzt unser Sprachzentrum, bei den Rechtshändern sitzt unser Sprachzentrum für das Dekodieren von Sprache da in dieser Region. Das hat also sicherlich eine große Auswirkung dann auf die klinische Symptomatik, wenn das stabil und besser funktioniert. Ja, Sie werden erstaunt sein, dass schon 1972 jemand Gedanken gemacht hat, was Stress mit Huntington zu tun haben könnte. John Whittier ist der Doktor, der Woody Guthrie behandelt hat im Creedmoor Hospital auf Long Island. Der hat sich von Woodys Frau damals sehr viel sagen lassen. Und die hat auch dafür gesorgt, dass er da mit dabei war, als dann so die Forscher sich ein bisschen mehr konzentrierten. Und möglicherweise hat die ihm auch in den Schuhen gestanden, sich mal dieser Thematik anzunehmen. Und der hat dann mal 95 Krankengeschichten durchgeguckt und tatsächlich gefunden, dass bei 24, also knapp 25%, Stress eine Rolle spielte, entweder als Auslöser oder als Verstärker der Erkrankung. Und kam dann letztendlich zu der Einschätzung, dass man zwar keine bekannten Methoden zur Verfügung hat, um Nachkommen von Huntington vor dem Stress des Alltags zu schützen, aber es denkbar war, dass wenn geeignete Maßnahmen ergriffen würden, um den erheblichen Stress zu vermeiden und zu verhindern, der Verlauf der Krankheit in Geschwindigkeit, Schwere oder in beiden verringert werden könnte. 1972. Ja, da muss man sagen, warum haben wir das nicht eher zur Kenntnis genommen? Ja, und ich glaube, das ist so richtig, wie er es damals schon formuliert hat. Ja, der Breckenridge, von dem ich ja schon mal berichtet habe, dass er so das Klima mal analysiert hat in seiner Auswirkung auf Manifestationen, hat auch mal netterweise sich angeguckt, was beruflicher Stress mit dem Beginn der Erkrankung zu tun hat. Man hat dann vier große Stammbäume in Südnorwegen analysieren können und da angeguckt, welche Berufe hatten diese Menschen mit der Erkrankung. Und die hat in Kategorien nach Schwere, körperlicher Schwere eingeteilt, in drei Kategorien. Leicht, mittelschwer. Und dann hat er geguckt und kontrolliert, welche anderen bekannten Einflussgrößen für die Manifestation da lagen, hat das versucht, dann statistisch rauszurechnen und konnte dann sagen, dass der Grad der Belastung einen signifikanten Beitrag zum Manifestationsalter leistet. Und zwar sowohl geringer als auch schwerer, in diesem Fall körperlicher Stress, war mit einem früheren Manifestationsalter verbunden als der mittelgradige, moderate Stress. Der Unterschied zwischen dem geringen und dem mittelschweren Grad betrug immerhin 9 Jahre. Wenn das eine Therapie, ein Medikament eines Tages leistet, das wird sofort zugelassen. Das kann man jetzt hinkriegen, wenn man im moderaten Stress bleibt. Die Ergebnisse wurden interpretiert als in Übereinstimmung mit dem psychosozialen Konzept. Es ist klar, das Gehirn arbeitet im mittleren Stressniveau am optimalsten. Man kann sich zu Tode langweilen und das Gehirn dadurch ramponieren oder man kann es überfordern und dann in den Burnout landen. Also das mittlere Aktivierungs- und Anspruchsniveau ist für das Gehirn das Optimale. Und diese Über- und Unterstimulationen sind stressig und sind als Krankheitsauslöser mindestens bestens bekannt heute. Stichwort Burnout bei denen, die sich im Überstress ständig befinden. Stress ist eine Reaktionsweise des Gehirns. Akuter Stress hat uns alle am Leben gehalten. Das brauchen wir, um zu überleben, dass wir in einer Situation, wo Kampf oder Flucht angesagt wird, auch ganz schnell wirksam reagieren können. Aber das wollen wir nicht jeden Tag und dauernd haben. Das ist der Dauerstress, der uns krank macht. Und da sind im Gehirn sowohl das limbische System wichtig. Das ist durch die Huntington-Krankheit beeinträchtigt. Der Hippocampus ist immer mit beeinträchtigt bei der Huntington-Krankheit. Auch die Hypothalamus, eine wichtige Steilstation für das ganze Innere, für Hormone und so weiter, Schlaf-Wach und so weiter, das ist immer mit betroffen. Und das über den Hypothalamus wird die Hirnanhangsspiegelung gesteuert. Die sendet ein Hormon aus für die Nebennierenrinde und die schüttet dann, wenn stimuliert wird durch ACTH, das Cortisol, das Stresshormon aus. Und dann gibt es Rezeptoren auf den Ebenen, die sagen, aha, ist genug Cortisol im Blut, fahr mal runter. Das ist so ein Feedback-Kreis, ein negativer Rückkopplungskreis. Der bremst sich selber, wenn genug Cortisol im Blut ist.
Und man weiß, dass zum Beispiel auch bei Depressiven funktionieren diese Bremsen nicht mehr. Und wenn das lang genug dauert, geht bei denen auch der Hippocampus kaputt, sodass dann die dämpfenden, bremsenden Einflüsse von da oben gar nicht mehr gegeben sind. Und die haben einen riesen Stress und in Regel auch einen erhöhten Cortisolspiegel. Das spielt also auch bei Huntington eine Riesenrolle. Es ist schon lange bekannt, dass bei den Huntington-Patienten eine Hyperaktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse vorliegt. Schon 1991 die ersten Arbeiten, bis jetzt zuletzt in 2009. In Speichelproben, die am frühen Morgen entnommen wurden, zeigen präsymptomatische Träger der Mutation höhere Cortisolkonzentrationen als Kontrollen. Das ist 2010 veröffentlicht. In frühen Stadien der Huntington-Krankheit sind die Cortisolkonzentrationen im Speichel am Morgen bei depressiven Huntington-Kranken höher als bei nicht-depressiven. Das ist 2013 veröffentlicht. Und die Aktivität des sympathischen Nervensystems ist bei Huntington-Kranken Jahrzehnte vor ihrem vorhergesagten motorischen Beginn erhöht. Die Modulation des sympathischen Nervensystems mit Beta-Blockern hat in dieser Untersuchungsreihe tatsächlich das Risiko, wann man erkrankt, deutlich reduziert. Da gibt es Vorhersagen, ob man in 3 Jahren oder 5 Jahren oder 10 Jahren krank wird. Das hat das also deutlich positiv beeinflusst, wenn die unter Beta-Blockern gestanden haben. Man müsste auch da die große Datenbank nachgucken, ob man das bei den Patienten, die aus anderen Gründen Beta-Blocker bekommen haben, tatsächlich eine Tendenz zu einem späteren Erkrankungsbeginn findet. Ja, Stress haben wir alle, aber es ist klar, dass wir dem Stress nicht hoffnungslos und hilflos ausgeliefert sind. Wir haben eine ganz interessante Studie dann gefunden, in 2014 wurde das publiziert, dass die Patienten, die durch Trauma in die Depression, die sogenannte posttraumatische Depression gerutscht sind, die haben dann Schäden an der DNA, die man im Blut nachweisen kann. Der Stress führt dazu, dass diese DNA-Reparaturen nicht mehr funktionieren. Und im zweiten Schritt wurde dann untersucht, wenn die Psychotherapie denen aus der depressiven Symptomatik geholfen hat, waren auch diese Hinweise auf verehrte DNA- oder Erbsubstanzschäden aufgehoben. Das heißt, die wirksame Psychotherapie hat wieder die ganzen Erbschäden beseitigt, die durch den traumatischen Stress entstanden sind. Und das ist ganz wichtig. Die DNA ist auch so ein kompliziertes Gebilde, die ist so störanfällig, dass die auch jede Nacht repariert werden muss. Und wir wissen heute, dass die Huntington-Mutation ganz viel mit Genen zu tun hat, die die DNA-Reparatur steuern. Wenn das nicht mehr in Ordnung ist, wird natürlich viel eher jemand krank werden, als jemand, der durch geeignete Maßnahmen, Wohlbefinden, ausreichend Schlaf, die DNA optimal reparieren kann. Da wird die Huntington-Mutation viel später erst die biologischen Schäden machen, als wenn das nicht mehr so rechtzeitig alles funktionieren kann. Das sind aber Erkenntnisse, die wir erst seit letztem und vorletzten Jahr haben, dass diese Gene für die DNA-Reparatur so entscheidend wichtig sind für den Beginn und Verlauf der Erkrankung. Um mal zu zeigen am lebenden Beispiel, was Lebensumstände ausmachen. Das ist ein Geschwisterpaar. Links ist der, wie Sie gleich sehen werden, der Erkrankte. Er ist 1959 geboren. Motorik war ab 2007 bei ihm auffällig, kognitive Schwierigkeiten mit Problemen am Arbeitsplatz als in der IT arbeitender, dann in 2012, hat 43 CAG. Als bei ihm das diagnostiziert wurde, ist sein Bruder auch zu Diagnostik gegangen und hörte dann, dass er auch 42 CAG hat. Der ist Jahrgang 1950, hat bis heute nichts. Der hat noch eine eigene Firma, als Wirtschaftsprüfer, also durchaus anspruchsvolle Arbeit. Der fliegt ein Kleinflugzeug, muss sich jährlich da beim Flugarzt vorstellen, hat auch von dem das völlige Okay, der hat wirklich nichts. Und 42 CAG ist das eben labormäßig gleich. Man, plus minus eins hört man ja bei jedem Ergebnis, das man aus dem Labor bekommt. Sie haben eine gemeinsame Mutter, Jahrgang 23, die ist von 1965 am Brustkrebs verstorben, bevor sie Huntington-Symptome entwickelte.
Dadurch war das gar nicht auf dem Schirm der Brüder. Die hatten zwar eine Oma in der Psychiatrie, aber es war eine Oma in der Psychiatrie und die richtige Diagnose war gar nicht bekannt. Der Vater hat dann neu geheiratet, bald nach dem Tod seiner ersten Frau, und das war eine echte Stiefmutter. Der andere war ja dann schon 15 Jahre, musste die nur noch 13 Jahre aushalten, bis er 18 war, hat dann Reis ausgenommen, um sich diesem Stress nicht mehr auszusetzen. Der andere war ja erst 6 Jahre. Er musste auch bis zum 18. Lebensjahr das aushalten, über viel längere Zeit, in einer ganz vulnerablen Phase. Erst so klein und dann in der Pubertät nochmal, schrecklich. Der hat da schon den ersten Knacks gekriegt in seiner Resilienz, in seiner seelischen Abwehrkraft und dann das ständige Theater am Arbeitsplatz. Wer in der IT arbeitet, hat nur ärgerliche Anrufe, da ruft jeder nur an, weil die Maschine oder das Programm nicht funktioniert, da hätte vorgestern schon repariert werden. Da ruft niemand an und sagt, hör mal, schön, dass die Maschine schon 3 Tage läuft. Passiert ja einfach nicht. Und das andere ist, Sie sehen die Statur vom gesunden Bruder. Der ist so, wie ich es gerne habe bei den Huntington-Mutationsträgern. Der andere ist spindeldürr für sein körperliches Untergewicht und rennt auch noch Marathon. Marathon ist ein höllischer Stress. Also wenn es um Leben oder Tod geht, würde ich vielleicht versuchen, Marathonstrecke zu laufen, wenn es irgendwie nicht anders machbar wäre. Aber mit gesundem Kopf und ohne Not würde ich niemals in meinem Leben Marathon laufen, weil das einfach für mich ein viel zu riesiger Stress wäre. Und das mutet er sich zu. Das Resultat werden Sie jetzt sehen. Ich hoffe, das läuft glatt. Wenn nicht, wird Frau Winkelmann das nochmal von ihrem Laptop besser abspielen. Ich hoffe, man sieht, was der Kopf macht, wie ungeschickt er schon mit der Hand ist bei dem Test, macht er mehrfach Fehler und die Füße wackeln. Der andere ist die Ruhe selbst und braucht gar nicht dahin zu gucken. Der Betroffene muss auf seine Hand gucken, um die zu steuern, weil das alles nicht mehr automatisch abläuft. Der eine gesunde Bruder hat das 2-mal gesehen und dann völlig automatisch ablaufen lassen. Wie das gesunde Gehirn das im Gang. Da sind die Spiegelneurone heiß gelaufen und können das automatisch machen. Dabei hat er mich beim Videografieren angeguckt. Ist das gut rübergekommen? War die Videoaufzeichnung einigermaßen zu sehen? Für mich war es in Ordnung. Ich kann es aber gerne auf meinem Computer im LAN zeigen. Ja. Und sagen Sie mal kurz stoppen, dann lasse ich es noch einmal auf meinem PC laufen. Ja. Ich habe es gleich offen. Also es ist wirklich der oben auf stoppen gehen, bitte. Ja, okay, ich stoppe dann mal. Okay. Dann gehe ich auf freischalten. Okay. Jetzt sollte mein PC zu sehen sein. Jawohl, ist gut zu sehen. Dass das Video laufen. Jawohl, das läuft eigentlich gut. Ja. Ja. Die Ruhe rechts und ja, die. Genau, man sieht, dass die Ablauf der Handmotorik da nicht so gut war und dass eben auch die Füße unruhig waren, der Kopf war unruhig. Das ist der große Unterschied. Und wie gesagt, Beginn 2007, da sind die jetzt schon beinahe 25 Jahre im Erkrankungsalter auseinander. So, dann mache ich wieder mein Bildschirm. Oh, machen Sie weiter, genau. Genau, so. Wo bist du denn? Da, genau, da. So. Eine Präsentation von aktueller Folie. So, da müssen wir dann runtersauten. Da waren wir. Brüder. Da sind die Brüder. Okay, ab dieser Folie. Okay, so, ich glaube, das belegt eindrücklich, was unterschiedliche Lebensumstände bewirken können. Hopp, nee, das wollten wir nicht nochmal angucken. So, hoppla. Jetzt kommen wir zum Kapitel 5, Physiotherapie, Rehabilitation und Hilfsmittel. Zum Glück ist es jetzt gesichertes Wissen und diese sehr kompetente Arbeitsgruppe und Nora Quinn und Monika Busse haben das Anfang des Jahres in einer Übersichtsarbeit zusammengefasst und können Folgendes empfehlen. Aerobic-Übungen allein oder in Kombination mit Krafttraining zur Verbesserung der Fitness und Motorik, überwachtes Gangtraining, Evidenzgrad A, das ist also auch ein hoher Evidenzgrad zur Verbesserung von raumzeitlicher Merkmale des Gangbildes,
dann nicht ganz so starke Evidenz für Bewegungstraining. Das kann das Gleichgewicht verbessern, aber nicht zu einer Verringerung der Sturzhäufigkeit bewirkt. Aber was dabei passiert, man fällt nicht mehr so um wie ein Baum und verletzt sich, sondern man fällt geschickt und dabei passiert nichts. Wenn man einen Sturz abrollt, dann hat man allenfalls einen blauen Fleck, aber keine Arm oder Bein oder sonst was gebrochen. Atemtraining verbessert die Atemfunktion und Kapazität. Transfertraining ist wichtig, unter anderem Aufstehen vom Boden. Gerade wenn man gefallen ist, möchte man auch wieder auf die Beine kommen. Und die Vermittlung von passenden Strategien für die Pflegenden, damit die auch wissen, wie sie ihren Erkrankten zu solchen Aktivitäten dann animieren können. Und es ist auch Konsens unter den Experten, dass Positionierungshilfen wie Stützkissen und so weiter für eine gute Lagerung wichtig sind, Sitzanpassungen und auch die Anleitung in den späteren Stadien, was man so auch in der aktivierenden Pflege für den Erkrankten tun kann. Also das sind ganz wichtige, unverzichtbare Teile der Behandlung, die sind genauso wichtig wie die passenden Medikamente. Wir haben 1999 schon mal untersucht, wie wir das Gehvermögen verbessern können bei den Kranken auf nicht-medikamentöse Art. Und da haben wir versucht, mit einem Taktgeber die Gehgeschwindigkeit zu verbessern. Das haben wir bei 27 Patienten untersucht und die waren im normalen Gehen über 30% langsamer, beim langsamen knapp darunter. Und beim schnellen Gehen auch etwa so 30% langsam. Und so ein Metronom-Taktgeber, der einfach tak, tak, tak macht, da konnten sich die Patienten einklinken in diese Taktgeber und haben dann in 23 von diesen 27 Patienten haben sich in der Schrittlänge um 15% verbessert, 10% in der Trittfrequenz und dadurch sind die in mittleren Geschwindigkeit zu 26% besser geworden. Und das eigentlich in der Situation, wo sie geübt haben. Das war eine halbe Stunde üben, dann haben wir die neue Messung gemacht, dann war der Effekt schon da. Das war also eindrucksvoll, dass man das so schnell, so effektiv hinbekam. Dann haben wir geguckt, weil wir das von Parkinson-Kranken wissen, dass die manchmal mit Musik, mit so einem Knopf im Ohr, sich besser bewegen können, dann kann sie eine Stopp-Problematik kriegen. Aber das hat nur bei 17 von den 27 Patienten funktioniert. Bei 7 waren eher da überfordert, das Musik und Gehen zu koordinieren. Die waren tatsächlich durch diese Überforderung langsamer und bei 3 waren keine Veränderungen. Und das war uns wichtig, dass man sagt, okay, so ein einfacher Taktgeber könnte ja wunderbarerweise dann eine Verbesserung des Gehens bewirken. Dass es aber auch anders geht, hat diese Arbeitsgruppe dann jetzt in 2013 veröffentlicht. Die haben sich ein Videospiel angeguckt. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das Dance Dance Revolution kennt, da ist eine Matte auf dem Boden, da muss man dann in der einfachsten Wahl nur auf bestimmte Felder im Takt von einer Musik, die am Bildschirm vorgegeben wird, dann bewegt man. Aber diese 18 Teilnehmer hatten Spaß an der Sache und verbesserten sich im Verlauf der Anwendung. Und die gingen 45 Minuten an 2 Tagen pro Woche, insgesamt nur 6 Wochen. Und das führte schon zu einem signifikanten Verbesserung. Der gleichzeitige Bodenkontakt, wenn man unsicher ist, dann hat man immer länger Zeit beide Füße auf dem Boden. Der war um 2,5% reduziert und sogar beim Rückwärtsgehen, was kompliziert ist, sogar um 4% besser. Und bei Patienten mit weniger schweren Motorenstörungen war auch der Ferse-zu-Ferse-Abstand geringer. Wenn man sehr unsicher ist, dann ist der sehr groß. Bei sicherem Gang ist der eher klein. Insofern war das ein weiterer Hinweis, dass die weniger Betroffenen auch da ihr Gangbild haben verbessern können. Also das war auch eine Untersuchung, die Spaß gemacht hat. Das kann man gerne zu Hause mit irgendeiner ähnlichen Anwendung selber machen. Wer von den Erkrankten gerne tanzen geht, tut sich einen Riesengefallen. Die Arbeitsgruppe und Raymond Roos in Leiden, in Leiden, das große holländische Zentrum, auch schon jahrelang, so lange am Start wie ich, die haben mal angeguckt, was ist los mit Gehen und Stürzen. Ist ja oft hochgradig gefährlich bis lebensgefährlich. Die haben dann festgestellt, dass 93% der Stürze in der vertrauten Umgebung passieren und 58% davon im Innenbereich.
Und 25% waren wegen Bodenhindernissen und 18%, weil es uneben oder glatt auf dem Boden war. Also durch die Bodenbeschaffenheit ein großer Teil der Stürze bedingt war. Und 20% der Stürze auf Treppen geschehen sind. Und die sind besonders gefährlich. Da kann man sich zu Tode stürzen. Und die Arbeitsgruppe um Frau Kloß, die hat dann mal geguckt, welche Gehhilfen könnten denn da Sinn machen. Wir haben die Patienten in Form einer 8 gehen lassen und wenn die keine Gehhilfe hatten oder diesen Gehbock, den man so stückweise vor sich setzt, oder Dreiradrollator genommen, dann traten Stürze auf. Während die Patienten, die das mit einem Vierradrollator gemacht hatten, überhaupt nicht gefallen sind. Also das muss immer klar sein, wenn so ein Gerät eingesetzt wird, muss das in Abstimmung mit dem Krankengymnasten passieren. Bloß nicht irgendwas vom Sanitätshaus andrehen lassen. Der Krankengymnast ist der Entscheidende, der sagt, mit der Gehhilfe ist am besten dran. Ja, und Huntington ist ein komplexes Krankheitsbild, das verlangt ja auch eine komplexe Therapie. Und das ist das Gute, dass man das am besten so im Rahmen einer Rehabilitationsmaßnahme organisieren kann. Denn wer hat schon in der Woche so viel Zeit, dass er zu 3 oder 4 verschiedenen Therapeuten gehen kann? Erstens findet man die alle nicht und zweitens dahin zu kommen, so weiter ist alles ja viel zu kompliziert. Deswegen sind Reha-Maßnahmen absolut notwendig und sollten regelmäßig durchgeführt werden. Und diese Daten, die bisher vorliegen, zeigen in Beobachtungen oder Fallstudien, dass eine Rehabilitation mit funktionellen Aufgaben wie Gleichgewichts-, Haltungs- oder Atemübungen das Fortschreiten der Huntington-Krankheit verzögern kann. Also das sollte jeder in Anspruch nehmen. Und da hat man Anspruch sein Leben lang und nicht nach Kalender, sondern nur nach medizinischer Notwendigkeit. Der Doktor verschreibt es und der Kostenträger muss es bezahlen. Komplexes Krankheitsbild, habe ich gesagt, verlangt komplexe Therapie und ein komplexes Therapeutenteam. Je nach im Vordergrund stehender Symptomatik wird mehr um die kognitiven oder die emotionalen Bereiche oder die Bewegungsstörung, was auch immer. Deswegen muss da so eine ganze Therapiemannschaft am Start sein. Das kann man so in der Form ambulant kaum organisieren. Deswegen ist das gut. Ich habe Patienten, auch manche, die so motiviert waren, alle Jahre wieder in Rehabilitationsmaßnahmen schicken können. Andere sagen, also alle 2 Jahre genügt mir, aber spätestens nach 3 Jahren muss so eine Maßnahme wiederholt werden, um so einen Auffrischeffekt zu haben. Was da passieren kann in der Reha, möchte ich an diesem Beispiel zeigen. Die Patientin Jahrgang 48, deren Krankheit begann 1991, 43 Jahre alt. Diagnose erst 10 Jahre später und dann hat es 10 Jahre gedauert, bis sie sich dann zur Rehabilitation entschlossen hat und so kam sie dann zu uns in die Rehabilitation. Der Uhrentest, da soll der Betroffene die Ziffern, das Zifferblatt malen, also die Zahlen 1 bis 12 an die richtige Stelle. Das hat sie noch einigermaßen hingekriegt, aber Sie sehen da schon an diesem Verkrackeln, den Schwierigkeiten auch. Die Uhrzeit hat sie richtig, das sollte 10 Minuten nach 11 eingezeichnet werden. Das hat sie im Prinzip so richtig hingekriegt. Und am Ende, nach 18, nur 18 Behandlungstagen, konnte sie das so hinkriegen. Dramatischer geht es nicht. Das kann keine Tablette der Welt leisten. Das kann nur zielgerichtetes Üben leisten. Der berühmte Zahlenverbindungstest, der bei Enroll mitmacht, der kennt den, weiß, dass wir da anbieten, dass wir auch die neuropsychologischen Tests abnehmen. Da muss man von 1 nach A, von A nach 2 und dann nach B. Das ist also schon anspruchsvoll, das zu finden und dann eine richtige Reihenfolge zu machen. Hat sie weitestgehend auch zu Beginn richtig versucht, aber mit einem riesigen Aufwand der Kontrolle und immer wieder hat sie die Hand verrissen. Da hat sie 231 Sekunden gebraucht. Am Ende der Reha hat sie dann es viel eleganter und glatter Zeilen, die Striche führen können und nur noch 173 Sekunden gebraucht für diese Aufgaben. Insgesamt habe ich das mal für die 21 Patienten analysiert. Man sieht an dem Verlauf, nach unten geht es, das sind bessere Werte, weniger motorische Störungen. Bei einigen ist es aufwärts gegangen. Das waren Patienten, bei denen wir die Medikation reduziert haben.
dann ist es manchmal besser, auch für die Betroffenen deutlich angenehmer und leichter, weniger durch Medikament gebremst zu sein. Die kommen dann schon beim richtigen Training, auch mit Überwägung, klar, können die gut einbauen in ihren Alltag und sind dann einfach in der Auswertung mit höheren Werten dran, obwohl sie funktionell besser zurande kommen. In der Kognition, da sind die Linien aufwärtstrend, das heißt höhere Punktzahl am Ende der Rehabilitation, weil die da gezielt lernen, wie kann man Probleme lösen. In der Ruhe liegt die Kraft, dass man da sich gut fokussieren kann auf die Aufgabe. Da sieht man zum Teil deutlich Verbesserung. Bei dem Patienten, der hier diesen dramatischen Abfall hatte, der hatte gehofft, eine Verlängerung der Maßnahmen zu gehen, war dann so tief enttäuscht, als kurz vor Ende der Absage von dem Kostenträger haben, nee, das war jetzt teuer genug, wir zahlen nichts mehr. Da ist er richtig depressiv geworden und hat die Leistung aus der Depression heraus nicht mehr bringen können wie am Anfang. Insgesamt konnten wir aber bei diesen 21 Patienten schon signifikante Unterschiede sowohl für die Motorik als auch für die Kognition und für die geistige Leistungsfähigkeit nachweisen. Und da gibt es jetzt neuere, weitere Publikationen mit größeren Fallzahlen. Das ist einfach gesichert, dass Neurorehabilitation bei Huntington-Krankheit wirksam ist und man hat da einen gesetzlich verbrieften Anspruch. Dummerweise lehnen viele Kostenträger das ab. Die Rentenversicherung sagt, bringt doch eh nichts, wird sowieso noch kränker. Kasse sagt dasselbe und dann steht man da dazwischen und sagt, wer zahlt es denn nicht? Solange man arbeitet, ist der Rentenversicherer gefordert, das zu bezahlen. Wenn man dann nicht mehr aktiv im Arbeitsleben ist, muss die Krankenkasse die Kosten übernehmen und die sind auch einklagbar. Und übrigens, wenn Sie eine Reha-Maßnahme beantragen und die nach 3 Wochen nicht abgelehnt ist, ist die automatisch billig. Das steht im Patientenrechtegesetz. Und dann schreiben Sie nur noch hin, Dankeschön für die stillschweigende Zustimmung. Ich fange dann und dann mit der Reha-Maßnahme an. Viele Patienten berichten, dass ihnen Akupunktur gut tut. Ich habe geguckt, ob es Literatur gibt. Außer diesem Einzelfallbericht habe ich nichts gefunden. Aber fand ich doch lesenswert und mitteilenswert, dass dieser Patient, der dolle Schluckstörung hatte, nach der ersten Session auf einmal 25 Milliliter, ein großes Glas Wasser ohne Unterbrechung trinken konnte und die Überbewegungen seien durch die beruhigende Behandlung komplett in der Sitzung dann verschwunden gewesen und er habe sich vom Kopf her auch klar, wenn weniger Störsignale da laufen, fühlt man sich sicherlich auch da vom Kopf her besser. Aber es fehlt natürlich da mal eine systematische Untersuchung, aber wer da Lust zu hat, das auszuprobieren, dem rate ich gerne, ist ja auch eine Kassenleistung und dann soll man gucken. Aber wenn nach 6 Sitzungen da nichts Wesentliches passiert ist, dann braucht man auch nicht die 12. Sitzung. Sind wir jetzt kurz vor Toreschluss, aber da kommt noch was ganz Wichtiges, nämlich die Forschung. Die Forschung wird eines Tages ja dann mit ihrer Hilfe dann die Lösung des Problems bringen. Aber sie hilft auch jetzt schon. Einige kennen vielleicht diese Dimebon-Studie, die ist in 2011 gelaufen. Diese Substanz sollte ursprünglich bei Alzheimer helfen, um die Hirnleistung zu verbessern. Von der Chemie her würde die zur Huntington-Krankheit sehr gut passen. Deswegen habe ich dann gesagt, okay, wenn es bei Alzheimer nicht funktioniert, probieren wir es, ob es bei Huntington was bringt. Hat die Studiengemeinschaft gesagt, ja, theoretisch kann es gut funktionieren. Ich war skeptisch, weil die erstens nur 26 Wochen lang behandelt wurden und zweitens mit einem Messinstrument gemessen wurde, was relativ stumpf ist. Gerade in den Anfängen der Demenz zeigt das viel zu spät an. Und die Einschlusskriterien waren Patienten, die auf dieser Skala die maximal 30 Punkte liefern, wenn man alles richtig antwortet. Und man ist, gilt als gesund, wenn man noch 29 oder 28 Punkte hat. Sicherheitshalber hat der Sponsor gesagt, alle Patienten, die 26 oder weniger Punkte haben, dürfen mitmachen. Und am Ende der Studie war durchschnittlich das Niveau um fast 2 Punkte besser. Aber es gab keinen Unterschied, ob es Verum oder Placebo war. Dann hat man geguckt, ja, es gab ein Drittel der Patienten, die sich nicht verbessert haben. Auch da war es nicht mehr Placebo oder mehr Verum. Das war also auch da egal. Und bei denen, die sich in der Studie verbessert haben, gab es 2 oder 3 Punkte Verbesserung. Da hat ein Patient, der also mit vielleicht 26 Punkten angefangen hat, hinterher 28 Punkte, der war in dem Test wieder normal. Und ich kann Ihnen sagen, es gibt bei keiner Demenzerkrankung irgendein Mittel auf dieser Welt,
das in so kurzer Zeit so einen dramatischen Effekt bewirkt. Das hat die Studie gemacht. Selbstgemachte Therapie, weil die Patienten sich aktiviert haben, erklärt wurde, was kannst du tun, was ist Entspannung, was ist angenehme Stimulation fürs Gehirn. Das haben die alle gewissenhaft mit nach Hause getragen und für sich eingesetzt und umgesetzt. Und das ist dieser Wahnsinnseffekt. Deswegen muss man bei solchen Therapien immer so eine Placebo-Gruppe haben, weil wir so einen dramatischen, biologisch fassbaren Effekt aufs Gehirn haben durch die Teilnahme an Studien. Also ganz sicher, mitmachen bei der Forschung, nur mit aktiver Beteiligung an der Forschung werden wir die Kuh vom Eis kriegen. Ja, kommen wir zum Schluss. Was ist also zu tun? Glücklicher und gesunder Lebensstil gilt für jeden Menschen, insbesondere für Menschen mit chronischer Krankheit, auch für Leute, die mit Huntington zu tun haben. Und das gilt sowohl für den Betroffenen als auch für die gesamte Familie. Wenn der eine nur auf der Strecke bleibt, stimmt das System nicht. Muss man es ändern. Gesunde Ernährung gehört dazu, das gute Körpergewicht zu halten, Wunschgewicht, wie gesagt, Körperlänge wie 900, gibt die Körpergewichtsklasse in Kilogramm an, mäßige körperliche und geistige Aktivität im Wohlfühlmodus, ausreichend Ruhe und Schlaf für die Patienten und Familie. Beide müssen Nachtruhe haben, die erholsam ist, damit die Reparaturen an der DNA, an der Erbsubstanz und am Gehirn passieren können. Reduzierung von chronischem Stress, der krank macht, sowohl zu Hause und am Arbeitsplatz. Am Arbeitsplatz und auch bei den häuslichen Aufgaben Pausen mit den passenden individuell optimierten Entspannungstechniken, Psychotherapie, um mit der Problematik besser klarzukommen. Wir wissen, Psychotherapie wirkt aufs Gehen. Aktive Therapie angepasst an Stadien, Vorlieben und Reha dann so oft und der Patient es nur wünscht. Teilnahme an der Huntington-Forschung. Wir haben einen ganz erheblichen, positiven Placebo-Effekt, der sich auch biologisch fassen lässt. Ja, also für mich gilt Huntington-Krankheit in 2020 noch nicht heilbar, behandelbar, ja, symptomorientiert schon seit Jahrzehnten, leider nicht optimal genutzt und beeinflussbar war die Krankheit immer schon. So, danke für das Interesse. Und jetzt los, die nächsten Fragen. Prima, erstmal ganz herzliches Dankeschön für diese Aufbereitung all dieser Publikationen und auch gut, dass Sie das immer an den wesentlichen Stellen markierten für uns übersetzt haben in Laiensprache. Ich hätte es nicht verstanden und die wichtigen Botschaften rausnehmen können. Das war sehr hilfreich und sehr viel heute, was man daraus mitnehmen kann. Richtig, deswegen gibt es die Folien, dass jeder das in Ruhe, die Punkte, die ihn besonders interessieren, dann in Ruhe nachlesen kann. Aber jetzt raus mit den Fragen. Ja, damit wir kommen mal weiter in die Fragen. Ich habe gesehen, wir haben viel mit dem Thema Kaffee gleich zu tun. Aber wir machen jetzt danach weiter. Genau. Also jetzt kommt noch die Frage von Bernd mit dem Fahrrad nochmal zur Sprache. Jetzt holen wir uns nochmal nach vorne. Genau, richtig. Die Dame, die abwägt, das Liegerad zu erwerben und weiterhin körperlich aktiv sein zu wollen, ist das zu befürworten? Ja, unbedingt. Aus der allgemeinen Reha gibt es viele Patienten, die dann mit so einem Liegerad oder einem Liegedreirad hervorragend, egal ob es der Schlaganfall oder sonst irgendwas ist, auch Huntington-Kranke kommen damit klar. Immer in Abstimmung mit dem Physiotherapeuten, Probefahrt, die Fahrradgeschäfte, die sowas haben, lassen das auch 2-3 Tage zu, dass man so ein Gerät ausprobiert, keine Frage. Und das ist eine tolle Art und Weise, wenn man dann auch eine schöne Gegend hat, wo man mit dem Fahrrad fährt, würde ich natürlich nicht im Innenstadtbereich empfehlen, aber wenn man da eine Grünfläche vor Augen hat oder vielleicht einen Rad, Wald damit radeln kann, toll, da schlägt man so viele Fliegen mit einer Klappe unbedingt. Und wenn es dann vom Physiotherapeuten das Richtige heißt, kann der Arzt das verordnen, Therapie unterstützende Maßnahme, hat man auch eine gute Chance, das direkt oder im Klagewicht Zuschuss zu bekommen. Dann geht es weiter Richtung Trinkampullen, die Sie vorhin erwähnt hatten. Die wären für die Frau sehr gut, weil sie die Menge der Tabletten schlecht schlucken kann. Richtig, kann genau. Das war der Trick bei der Physik. Hat sich auch wieder durch Zufall ergeben. Eine Patientin in Duisburg hat eine Tochter, die ist wiederum liiert mit jemandem, dessen Freund ist ein früherer Hochleistungssportler, Biochemiker jetzt und hat schon als Hochleistungssportler gewusst, wie schädlich Hochleistungssport für die Gesundheit ist. Hatte damals schon einen Vitamin-Cocktail zusammengestellt für Hochleistungssportler. Und da sind die beiden ins Gespräch gekommen. Der wusste, dass ich diesen Naturstoffen sehr viel Potenzial zuspreche, hat der uns an einen Tisch gebracht. Ich habe gesagt, so ist das so.
hat er einen Mix drum gemacht und das in Trinkampullen gepackt. Und jetzt gibt er sogar den Heintinger Familie auch noch Rabatt drauf, weil er es knapp am Selbstkostenpreis sozusagen produziert. Also da darf gerne auf dieses Medikament zurückgegriffen oder diese Trinkampulle zurückgegriffen werden. Und da kann ich dann gerne dann auch die Internetadresse der Firma dann nennen und kann das mit einem Code dann auch mit 20% Rabatt noch bestellt werden. Finde ich alles hoch erneut. Der nur, ist nur passiert, weil sein bester Freund tatsächlich in so einer handigen Familie liiert ist und er hat gewusst, da muss man helfen. Da konnte er durch seine Firma halt sehr wirksam das erleichtern, dass man da nicht so Tabletten unterschlucken muss. Eine Frage von Julia. Kann man untersuchen lassen, wie stark oder schwach das Reparaturgen ist? Tolle Frage. Wahrscheinlich kann das der Dr. Neumorgen viel besser beurteilen. Der ist ja Humangenetiker und Spezialist für solche genetischen Fragen. Also da ändert sich ja bald jeden Tag das Know-how der Genetiker. Heute kann man da wirklich so detaillierte Genanalysen fahren. Muss man aber die Fachleute fragen, ich bin ja Nervenarzt und kann immer nur das übertragen in meine Altersarbeit, was so als gesicherte Information dann rübergekommen ist. Also das ist denkbar, aber die Frage wäre toll, wie morgen den Professor Goyen, der morgen Vormittag ja Vortrag hält, ja, das zu stellen, sagen wir mal, geht da schon was? Ich müsste selber im Internet recherchieren oder beim Dr. Professor Goyen nachfragen, hör mal, wie weit sind wir da mit den Analysen? Es ist wichtig, dass man da auf dem Weg weitergeht und guckt, sind die im Rahmen von Therapiemaßnahmen auch als sogenannte Biomarker zu nutzen. Mhm. Nehme ich gerne mit, frage in Hoa morgen früh und kann die Frage auch in das ganze Gremium für dieses Webinar dann gerne nachreichen. Ja. Dann kommt nochmal die Frage, Übergewicht ist doch eigentlich schädlich. Wie passt das zusammen? Ja, was ist Übergewicht? Das, was der Standard BMI ab dem Alter von 50 oder spätestens ab 60 als Datum liefert, ist eher ein schlechtes Gewicht. Also da muss man sich eher den Smart BMI angucken im Internet. Smart BMI googeln, man sofort auf die Seite von dem, der diese Formel erfunden hat und die gibt einen viel besser. Natürlich soll man nicht weitestgehend über das Ziel hinausschießen. Also diese goldene Formel, diese Regel, Körperlänge minus 100 gibt eine gute Richtschnur für das Wunschgewicht. Das gilt für die allermeisten und wird nur im Zweifelsfall, wenn irgendeine Stoffwechselerkrankung da widerspricht, das muss man dann mit einem Internisten dann klären. Aber ansonsten ist das kein Übergewicht, sondern ein eher der Krankheits- und den Lebensumständen angepasstes Gewicht. Gut. Die Frage von Angie, das war die Dame, die, ich weiß nicht mehr, 13 Kilo zunehmen wollte, wegen des niedrigen BMI, fragt, sollte sie Sport weglassen? Kommt drauf an, welchen Sport es dabei geht, wie kalorienverbrauchend der ist. Der moderate Sport, den kann man so betreiben, dass der nicht zum Fettabbau führt, sondern nur kardiovaskulär stimmt. Das hängt davon ab, in welcher Herzfrequenz man trainiert. Das ist dann eine Herzfrequenz, wo eher der Fettabbau angekurbelt wird oder es gibt eine Herzfrequenz, wo man eher kardiovaskulär, also die Herz-Kreislauf-Stärkung betreibt. Also das unbedingt mit guten Ärzten, im Zweifelsfall mit einem Kardiologen sogar besprechen, was ist der gesunde Sport für mich. Also richtig schweißtreibende Dinge, bei denen man jede Menge Kalorien verbrennt, die man nicht nachlegt, das wäre nicht sehr sinnvoll. Aber Sport, der einem Spaß macht, hält einen ja auch gesund, auch geistig gesund. Also müssen wir genau darüber sprechen, welcher Sport es ist. Das können wir gerne noch auch im persönlichen Gespräch dann erörtern. Noch guten Mittelweg finden, genau. Dann Sabine sagt, sie bekam intravenös Vitamin B-Komplex, eine Vitamin B12, als auch Vitamin C hochdosiert, als Infusion noch Folsäure. Im Rhythmus von circa 2 Monaten verabreicht. Dann hat sie die Erfahrung gemacht, dass ihr gesagt wurde, das Geld für einen Immunologen könnte sie sich schenken. Was stimmt nun? Sie ist betroffen. Aha. Ja, also die Vitamine, die Naturstoffe, die ich empfehle, die muss man nicht spritzen, die schluckt man einfach alle. Es gibt Präparate mit Vitamin B12, wo so hoch dosiert ist, dass auch die Zufuhr durch den Mund, also durch die normale Aufnahme, gut genug funktioniert. Die üblichen Dosierungen von Vitamin 12 in den Pillen sind so gering, dass sie sozusagen unwirksam sind. Aber sonst Folsäure kann man schlucken.
Vitamin C, da braucht man keine Infusion. Das klingt nach Beutelschneiderei. Okay. Noch weiteres Vitamin. Hat Vitamin D-Mangel Einfluss auf Huntington? Vitamin D ist auch wichtig, nicht nur für Knochen, sondern auch für Gehirn. Da sollte man ab und zu, mindestens einmal im Jahr, den Status durch den Hausarzt laborseitig prüfen lassen und gucken, ob man da nicht in Mangel gerät. Man hat bei vielen älteren Herrschaften einen erheblichen Vitamin-D-Mangel gefunden. Das ist etwas, was man aber gut mit dem Hausarzt einmal besprechen kann, wo der persönliche Spiegel liegt. Und dann ist klar, Mangel darf auch bei Vitamin D nicht entstehen, weder für die Knochen noch fürs Gehirn. Ja. Weiter geht's mit einer Frage von Julia. Wie wichtig ist Schlaf und gibt es Studien zu Stress und Abhängigkeit auf das Alter? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Schlaf ist die Nummer eins für die Stressverarbeitung. Emotional Belastendes wird im Schlaf nochmal durchgekaut, manchmal in Form von Albträumen, aber in der Regel ist es am nächsten Tag ein Stück besser. Und die alte Regel, erstmal eine Nacht drüber schlafen, kannte schon der alte Fritz in seinen Soldatengesetzen, hat er gesagt, ihr dürft euch beschweren, ihr Soldaten, aber erst am nächsten Tag. Weil dann schon mal, wenn das dann, ach komm, war doch nicht so schlimm, ich habe da auch selber ein bisschen heftig reagiert, dann ist am nächsten Tag, naja gut, ist die Schwamm drüber, Pümpe muss man auch mal gerade sein lassen. Wenn der Schlaf erholsam ist, ist der Stress dann deutlich, das ist ganz wichtig. Und deswegen bei Problemen unbedingt mit dem Hausarzt. Manche Hausärzte sind ja schon gut informiert. Oft genug wird dann sofort zum Schlaftablettenrezept gegriffen, was natürlich absolut unerwünscht und unsinnig ist. Also im Zweifel auch mit den Huntington-Spezialisten diskutieren, denn Schlafstörungen sind ja sehr, sehr häufig bei Huntington-Krankheiten. Es gibt Patienten, die machen die Nacht zum Tage und schlafen lieber tags, was auch in der Regel unsinnig ist und das Familienleben erheblich strapaziert. Und es gibt Patienten, die tatsächlich auch noch mit relativ wenig Schlaf dann auskommen. Aber in der Regel ist das Schlafbedürfnis dann erhöht. Und es kann bis zu 14 Stunden Schlafbedürfnis bestehen. Da wird am Tag für 4 Stunden geschlafen, in der Nacht nochmal 10 Stunden. Wenn das so ist, muss man das so hinnehmen, dann kann man nicht gegen angehen. Jürgen will wissen, sind in der Sondennahrung eigentlich alle notwendigen Vitamine drin oder sollte man speziell noch etwas dazu nehmen? Also auf die Verpackung gucken, da muss ja alles genauestens gekennzeichnet sein. Wenn Fragen sind, abfotografieren, mir eine Mail schicken und ich sage, ob da noch irgendwas sinnvollerweise dazugehört. Prima, klasse Angebot, danke dafür. Clara fragt zum Thema Kaffee. Da Kaffee vermieden werden sollte, sollte man dementsprechend auch Schwarztee vermeiden aufgrund des Koffeins? Also vermeiden, nein. 2 Tassen sind okay, würde ich auch empfehlen. Morgens und dann vielleicht kurz vor der Mittagspause. Kaffee braucht ja eine halbe Stunde, ist am Gehirn so richtig wachbar. Insofern kann man das vor der kurzen Mittagspause durchaus eine Tasse Kaffee nach dem Mittagessen zu sich nehmen und dann nach der Mittagspause dann mit neuem Schwung dann loslegen. Also da muss nicht Nein gesagt werden und das ist, macht in der Anflutung, das Koffein im Kaffee wird, glaube ich, allen Vernehmen nach etwas prompter. Das mit dem Tee kommt scheinbar etwas verzögerter zur Wirkung. Aber ich empfehle, das eher jetzt nach Geschmack zu machen. Wenn man lieber Tee trinkt als Kaffee, dann könnte der Kaffee 3 Vorteile haben, würde man trotzdem sagen, ich trinke aber lieber Tee. Dann wäre das aus meiner Sicht sinnvoller, das so zu machen, als wenn man bei jedem Schluck Kaffee den Mund oder die Nase verzieht. Ich habe noch eine Kaffeefrage. Wenn es heißt, dass diejenigen Patienten, die wenig Kaffee getrunken haben, vor Krankheitsausbruch später erkranken, um wie viele Jahre ging es da? Ja, die Studie hat von 3,5 Jahren gesprochen, bei einem Unterschied 2 Tassen oder mehr als 2 Tassen. Danke. Immerhin, wenn das eine Pille macht, kriegt so eine Firma eine Zulassung. Stimmt, ja. Genau, ich habe eine Kaffeefrage, versuche ich nach oben weiter. Hat die empfohlene Ernährung relevant für den Beginn der Erkrankung, das Onset-Jahr, oder auch nachdem die Symptome schon da sind? Sowohl als auch. Viele Patienten sagen, wenn sie jetzt ihre Ernährung gesünder gemacht haben und vielleicht auch Ergänzungsstoffe dazu genommen haben,
dass sie selber mehr Appetit haben, mehr Schwung haben. Manchmal wird das auch von den Angehörigen berichtet, ja, der spricht ja auf einmal viel mehr und ist viel aktiver. Also das gilt sowohl in der Phase der Mutationsträger, die noch ganz ohne Symptome sind, denn wir wissen ja durch die Untersuchungen an vielen Stellen seit den 80er Jahren, dass sowohl Hirnveränderungen und Hirnfunktionen 10, 15 Jahre vorher schon verändert sind. Das ist heute messbar, sowohl im Hirnbild, dass man messen kann, wie groß ist die Hirnrinde, ist das Striatum in der Tiefe des Gehirns, wie sind besondere Funktionen, Augenbewegungen, Fingerbewegungen, Zungenbewegungen, das ist heute alles messbar und da findet man ganz sicher 10 Jahre vorher schon die ersten Veränderungen. Die machen keine Symptome. Da muss man diese Mikrometerschrauben ansetzen, das Mikroskop sozusagen rausholen und danach suchen und gucken. Und dann müsste diese Therapie schon einsetzen, um diese gesunde Phase mit Mikrosymptomatik sozusagen statt 7 Jahre lang auf 15 oder 25 Jahre auszudehnen. Ja. Nur ganz kurz zwischendrin. Also wir haben noch über 10 offene Fragen. Wir sind 16.30 Uhr drüber. Oh je. Weitermachen, oder? Wie ist Ihre Stimmung? Ich bin dabei. Ich habe Ende offen. Alles klar, okay. Immer weiter. Und stellen Sie ruhig Ihre Fragen, die Sie haben. Das ist alles spannend. Wie wurde der Berufsstress, das Niveau gemessen? Wie wurde es definiert in dieser Occupational Stress Studie? Ja, die Studie, die den Berufsstress, das war nach der Schwere, körperlichen Schwere der Erkrankung. Kann man im Detail, wenn man will, da in der Studie nachlesen. Aber ist klar, körperlich leichte und körperlich schwere Arbeit und was so in der Mitte, kann man sich ungefähr vorstellen. Das wird ja so nach relativ vernünftigen Gesichtspunkten eingeteilt haben. Und es gilt aber im gleichen Maße auch, bin ich ganz sicher, für geistige Anwendungen. Wenn man sich zu Tode langweilt bei der Arbeit, ist da Stress. Wenn man mit der Arbeit nicht mehr zu Rande kommt, weil zu viel, zu hektisch und zu viel Termindruck besteht, dann ist es genauso tödlich fürs Gehirn. Die meisten Burnout-Leute sind ja nicht körperlich schwer arbeitende Menschen, sondern das sind Leute, die in Verwaltungsjobs oder sonst wie arbeiten sind. Die arbeiten überwiegend mit dem Kopf und kriegen trotzdem bei dieser Überbelastung den Burnout. Also wenn das beim gesunden Gehirn passieren kann, ist klar, wenn das Gehirn durch Stoffwechselanomalien, die die Handmutation mit sich bringt, passiert, wird das ja viel eher passieren, weil einfach weniger Stabilität im Stoffwechsel und die Leistungsfähigkeit des Gehirns abrufbar ist. Ja. Insofern ist das wichtig, dass man sich im Wohlfühlmodus bewegt. Das ist etwas, was man in der Reha zum Beispiel sehr genau lernt. Manche wissen gar nicht, wie sie Stress gewahr werden. Manchen ist das sehr genau bekannt, kaum ärgert mich einer, habe ich es am Magen oder habe es im Rücken oder habe den Hals eng oder die Brust eng. Aber das wissen nicht alle. Was ist mein Signal für den Stress? Und das ist etwas, was man zum Beispiel in der Reha sehr gut lernen kann, dass man rechtzeitig reagiert und sagt, oh, hier läuft was verkehrt, hier muss ich was ändern. Ja. Clara fragt nochmal zum Thema Marathon. Meinen Sie, es erledige für Sie persönlich zu viel Stress oder finden Sie einen Marathon für Huntington Erkrankte als zu viel Stress? Also Marathon ist per se ein Riesenstress. Kann man ja nicht einfach loslaufen, dann fällt man tot um. Irgendwie auf halber Strecke wahrscheinlich schon. Wenn man sich dahin auf diese Marathonstrecke trainiert, also ich habe größte Schwierigkeiten, das als eine gesunde Maßnahme zu empfinden. Also ich würde meinen Patienten immer abraten, die lange Strecke. Man kann doch auch einen Halbmarathon laufen. Das ist dann die Hälfte des Stresses und macht vielleicht genauso viel Spaß. Also gesund ist Marathon sicherlich nicht. Okay, angekommen. Sportfrage weiterhin. Ist Sport grundsätzlich zu empfehlen, zum Beispiel Krafttraining, um den Krankheitsausbruch zu verzögern oder abzumildern? Sport ja, Krafttraining nein. Krafttraining nur ergänzt zum Aerobic-Training oder so, was insgesamt Fitness und Koordination verstärkt. Darum muss es gehen. Kardiovaskulär, also Herz-Kreislauf-Stärkung und koordinatives Stärken, dass man, wenn man fällt, sich gelernt hat, einfach abzurollen, solche Dinge. Wenn man da ein bisschen Krafttraining, moderat, bloß keinen roten Kopf dabei bei diesen Aufgaben, völlig verkehrt. Das, irgendwann hat man den Leistenbruch oder es platzt irgendein Aneurysma irgendwo. Das will man alles nicht. Das ist ungesund. Krafttraining hat nur als Begleitmusik was, Platz in diesen Anwendungen. Aber nur so, wie der Physiotherapeut sagt,
hier täte es gut, den Rücken oder die Bauchmuskulatur zu kräftigen oder ein bisschen was für den Oberschenkel, dass die Knie besser kontrolliert werden. Das macht der Physiotherapeut. Da ist ein gewisses Maß an Krafttraining, aber nur als Begleitmusik zu diesen anderen Übungen. Und zwar, danke. Eine Frage zur Reha. Welche Kliniken bieten eine Reha für Handgelenkerkrankte und welche Dauer wird dafür angesetzt? Also die DAH hat ja schon eine ganz gute Positivliste und eine Schwarzliste, die dann nur auf Hörensagen dann herausgeben. Aber ist klar, gute Kliniken machen eine gute Arbeit. Da kommt man oft auch mit 3 oder 4 Wochen hin. Aber in der Regel sind die Patienten, die ich betreue, mindestens 4 Wochen, in der Regel 6 bis 8 Wochen in der Reha. Und die kommen auch alle sehr gerne, vor allem meine Reha ist ja dann eine Tagesklinik, wo abends und am Wochenende immer das persönliche Milieu noch erhalten ist und der Patient in seiner Wohlfühlumgebung ist. Aber auch die Patienten, die das nicht von dem Angebot ermöglichen können, in der Tagesklinik, die sind in guten Kliniken auch gut aufgehoben. Da kriegen wir immer wieder gute Nachrichten aus den bewährten Häusern. Da kann die DAH genau die Adressen nennen. Genau, den Link kann ich gerne ergänzen zu den Unterlagen dann später. Und auch mal eine Ergänzung, man hat bei Reha ein Klinikwahlrecht, um dann genau darauf zu verweisen. Ja. Gut. Dann die Frage, gibt es Psychologen, die sich auf Huntington-Patienten spezialisiert haben und gibt es ein Verzeichnis dazu? Es gibt eine Gesellschaft, die heißt die Gesellschaft für Neuropsychologie. Das sind Psychologen, die sich speziell mit solchen Hirnproblemen auseinander. Psychologen decken ja ein ganz großes Berufsfeld. Die, die nur seelische Probleme haben, die aus Lebensumständen depressiv sind oder die ansonsten wie an sich und der Welt verzweifeln. Das ist ja alles was anderes, als wenn jemand eine Gehirnkrankheit hat und da Probleme durchbekommt. Das sind also die speziell geschulten Psychologen, sind über die GNP, Gesellschaft für Neuropsychologie, die hat ein Verzeichnis, da kann man nachgucken. Die verstehen am ehesten, selbst wenn sie noch nie in Huntington-Krankheit hatten, worum es geht. Den braucht man lange nicht das zu erklären, als wenn man zu einem nicht zertifizierten Psychologen geht. Die können einem manchmal so von der Gesprächstherapie sehr gut helfen, wenn das so darum geht, Krankheit zu akzeptieren. Wer hat wen im Griff? Ich meine Krankheit oder meine Krankheit nicht im Griff? Ist ein Riesenunterschied. Also da gibt es natürlich auch bei den Zentren die Möglichkeit nachzufragen, ja, man hat hier eine enge Zusammenarbeit mit welchen Psychologen, kann man sich am lokalen Angebot orientieren, wie es da gibt. Ich hatte natürlich in der Zeit, wo ich hier ganz aktiv war, immer 1 oder 2 Psychologen an der Hand, die da hervorragend gearbeitet haben. Also wir haben in Duisburg auch eine Liste von allen Ärzten und Therapeuten. Die ist nur so gut, wie sie uns auch den Namen genannt werden. Ich denke, bessere Quelle ist halt in der jeweiligen Region, die Kontaktperson, die Gruppenleitung anzusprechen und mal zu fragen, die Patienten, die Angehörigen in der Region, zu welchem Psychologen gehen die denn? Das ist da eher meine Empfehlung. Dann haben wir eine Frage. Sollten bereits jetzt Beta-Blocker eingenommen werden? Niemals ohne den Doc, je nachdem, wie gut der sich beim Herzen auskennt. Manche Allgemeinmediziner sind da bestens informiert. Sonst einen Internisten fragen, hör mal, ist ein Beta-Blocker irgendwie für mich vertretbar? Hat natürlich Nebenwirkungen, aber muss man sich überlegen. Es muss zum allgemeinen Gesundheitszustand passen. Das ist ganz wichtig. Gut. In Ergänzung dazu, sollte man jetzt auch schon Alpha-Liponsäure einnehmen? Alpha-Liponsäure ist gesund, gehört zu den wichtigen Fettsäuren, ist sicherlich absolut von Vorteil, da für einen ausreichenden Spiegel im Organismus zu sorgen. Das ist eine gesunde Substanz, absolut empfehlenswert. Die Frage nach Milch wird nochmal gestellt. Wie ist das mit fettreichem Joghurt und Quark? Als Kalorienträger gut, besser als reine Milch zu trinken, auf jeden Fall. Bei Joghurt und Quark sind ja auch andere gute Stoffe. Aber es muss dann so sozusagen bei einer Portion am Tag bleiben. Wer schon morgens ein Glas Milch getrunken hat, der sollte sich dann nicht noch groß mit Quark oder Joghurt am Tag dann Kalorien zuführen. Entweder oder. Das ist schon ziemlich sicher. Das hat die holländische Gruppe, das ist eine andere Gruppe. Die Hanada hat das an ihrer Population auch nochmal festgestellt, die geguckt hat auf mediterrane Diät, aber hat sie festgestellt, oh, hoppala, der Milchkonsum war ein ganz heftiger Faktor dabei. Dann eine sehr spezielle Frage, gibt es Erfahrungen, eine Verbindung oder Auswirkungen zwischen Diabetes und Huntington? Ja,
Viele Huntington-Kranke haben so eine Vorstufe zum Diabetes oder tatsächlich Diabetes. Das ist, hängt möglicherweise damit zusammen, den Hirnveränderungen, die Steuerungszentralen, die beim Stress eine Rolle spielen. Der Hypothalamus ist immer gestört und der reguliert ganz viel, was das Hormonelle angeht. Insulinfreisetzung, auch Schilddrüse, das kann sehr häufig da Fehler geben. Und deswegen ist es wichtig, ab und zu einfach den nüchternen Blutzucker bestimmen, wenn der so im Graubereich ist, dann diesen anderen Bluttest, auf den man da jetzt hier hat, um zu sehen, wie ist der Zuckerwert im Langzeitverlauf, den kann man ja durch den HbA1c-Wert beim Hausarzt bestimmen lassen. Das sollte man schön im Blick halten. Also der Stoffwechsel muss auf allen Ebenen optimal sein, hormonell, wie vom Zucker, wie von der Schilddrüse. Und da sind halbjährliche Kontrollen viel besser, als das nur alle paar Jahre machen zu lassen. Ja. Thema Sport. Wie häufig soll ich Physioübungen machen? Täglich einmal oder 30 Minuten die Woche? Ja, das hängt sehr vom aktuellen Gesundheitszustand ab und was so die anderen Baustellen sind. Es gibt für Herzkranke durchaus Übungen, die machen viel mehr Sinn, wenn man die 5, 6 Mal oder 7 Mal die Woche nur für 20 Minuten macht. Das ist viel besser fürs Herz. Und andere, die tun sich einen großen Gefallen, wenn die 3 Mal die Woche 45 Minuten trainieren. Also das einmal mit dem Physiotherapeuten abstimmen, was der sagt. Und die wichtigsten Übungen, wenn es um Erhalt von Funktionen geht, da ist täglich besser als nur 3 Mal oder 4 Mal in der Woche. Weil die Übung macht den Meister. Ja? Das ist ganz klar. Und aber in welcher Intensität und so weiter, da muss man eben gucken, was macht der Stoffwechsel, was macht der Herz-Kreislauf, dass man das insgesamt zu einem richtig stimmigen Paket für sich macht. Also das hängt davon ab. Deswegen das unbedingt auch mit dem Krankengymnasten besprechen, mit dem Hausarzt besprechen und wer sonst auch internistische Probleme von Herz-Kreislauf oder Stoffwechsel hat, auch mit dem besprechen. Was ist da für mich das optimale Training? Und dann einen guten Kompromiss aus allen Dingen. Hauptsache, man bewegt sich. Selbst der moderate Spaziergang um den Block, am besten aber durch den schönen Wald, ist sowas von gesund. Das haben die Ärzte so lange nicht gewusst und darüber vielleicht sogar gelacht oder gelächelt zumindest. Quatsch, das ist was ganz Gesundes. Also mein Kardiologe sagt mir, Dr. Lange, gehen Sie einfach 20 Minuten schön stramm durch die schöne Rheinaue oder so. Ja, muss ich mich umstellen, spiele lieber Fußball. Was Neues. Eine schöne Empfehlung oder Hinweis von Sabrina, die sagt, ich kann Tanzen empfehlen. Gibt auch verschiedene Angebote in vielen Tanzschulen. Super, die super. Tanzen ist toll. Auch als Turniersport macht Spaß, wenn nicht nur Leuten das Gehirn wird gefordert. Danke dafür, ja, Sabrina. Also absolut richtig, toller Vorschlag. Tanzen ist toll. Man ist im sozialen Kontakt, man hat eine schöne Musik dabei, vielleicht einen netten Menschen auch im Arm. Also besser geht's doch gar nicht. Also das ist eine tolle, tolle Methode, sich fit zu halten. Genau. Was anderes, Thema Schnarchen, Huntington, Mutationsträger mehr. Gibt es da besondere Strategien? Schlafstörungen kommen früh, auch bei sonst völlig unauffälligen. Aber über Schnarchen habe ich noch nichts lesen können. Also ist mir auch in der langen Zeit nicht sonderlich häufig als Problem berichtet worden. Nicht häufiger als das in der allgemeinen Bevölkerung auftritt. Aber da gibt es weder eine Publikation zu dem Thema, Schnarchen oder Atemaussetzer, aber Schlafstörungen gibt es eine Menge. Und da ist wichtig, dafür zu sorgen, wenn Schlaf gestört ist, dass man das notfalls auch mit Hilfe eines Schlaflabors dann aufdröselt, was da am besten helfen kann. Aber Schnarchen, wenn es mit Atemaussetzern gekoppelt ist, ist es auch gesundheitsgefährdend. Der Blutdruck ist dann nachts zu hoch und die Schlaganfallhäufigkeit kommt dann noch als weiteres, oder Herzinfarkthäufigkeit kommt dann noch als weiteres Risiko dazu. Sollte man also dann auf jeden Fall abgeklärt haben. Sonst kann es natürlich das nächtliche Zusammensein ziemlich stören, wenn daneben an der Wald abgesägt wird und man zu leichten Schlaf hat, entweder nicht einschlafen kann oder ständig davon solchen Schnarchphasen geweckt wird, muss man sich überlegen, was kann da passieren, um da zu helfen. Aber im direkten Zusammenhang ist nicht bekannt, oder mir jedenfalls nicht bekannt, zwischen Huntington-Mutation und Schnarchen. Danke. Noch eine Kaffeefrage. Gelten die Auswirkungen auf entkoffeinierten Kaffee? Ging nur um tatsächlichen Koffeingehalt.
Also, das ist das Entscheidende. Entkoffiniert darf man zu den normalen Getränken dazunehmen, wenn das schmeckt. Da ist keine Grenze gesetzt. Ja, super. Nochmal die Milchfrage. Sie sagten, Milchprodukte vermeiden, also gar keine Milch. Was ist mit Käse, Joghurt? Ja. Wie sind da die Auswirkungen? Genau, also reine Milch ist klar, ist das reine Milchprodukt, aber auch Joghurt, Käse, das sind Milchprodukte und die haben dann einfach alles zusammengezählt und tatsächlich dann gesagt, okay, wer so und so einen Anteil äquivalent zu einem Milchgetränk genommen hat, der hatte eben dann deutlich eher Krankheitsausbruch. Also da ist sinnvoll, also hieß ja mal früher so schön, Milch macht müde Männer munter. Aber ich glaube, es war der ganze gegenteilige Effekt, der da von der Marktpsychologie empfohlen wurde, war das nicht sonderlich gesund, was da empfohlen wurde. Also man sollte als erwachsener Mensch keine reine Milch trinken. Man sollte dann, wenn man mag, eben mit Käse oder Joghurt oder Quark zu sich nehmen als Milchprodukt. Und das begrenzt. Ja. Die Frage nach den speziellen Reha-Einrichtungen. Wo gibt es diese? Wo findet man diese? Wie gesagt, auf der DHH-Homepage. Ich schicke dir und den Link mit den Unterlagen dann später an alle. Prima. Haben wir, können wir. Und jetzt haben wir noch mal eine Ergänzung zu der Diabetesfrage. Sabrina hat seit 19 Jahren Diabetes Typ 1. Die Mutter hat Huntington. Sie ist noch ungetestet bisher und 29 Jahre alt. Als Ergänzung nochmal zu dir. Ja, also da ist ganz wichtig, den Diabetes so gut wie möglich einzustellen. Möglich mit moderner Technologie, dass sie einen Sensor unter der Haut haben und dann wirklich genau, punktgenau ihren Zuckerstoffwechsel kontrollieren können. Je weniger Ausrutscher es da gibt, umso besser für alle Aspekte des Gehirns und des Kreislaufs. Also da würde ich immer wieder auch die Top-Experten zu Rate ziehen. Da tut sich gerade in letzter Zeit jede Menge. Wenn man das richtig gut auch als Typ-1-Diabetiker im Griff hat, da kann man auch Olympiasieger werden. Wir hatten ja mal im Achter jemanden, der Typ-1-Diabetiker war und die Goldmedaille mit dem Achter errudert hat. Also es geht auch Höchstleistungssport damit. Super, klasse. Dann waren das die Fragen. Ganz herzlichen Dank in die Runde. Das waren tolle Fragen. Ihnen danke fürs Beantworten. Aber auch viel gelernt heute. Tolle Diskussion. Sehr schön. Ja, und hier sieht man ja auch schon Ihre Kontaktdaten, falls es im Nachgang noch Fragen gibt, die jetzt hier nicht in der großen Runde gestellt werden sollte. Herr Lang hat angeboten, er ist auch im Nachgang für Fragen für Sie erreicht. Genau, richtig. Nicht zögern, E-Mail schicken, anrufen. Dann machen wir ja die persönliche Beratung. Das Gute ist, wir haben ja auch die Möglichkeit mittlerweile, wenn Krankheitsbild auch gesehen werden muss, kann man das ja durch die Videoberatung mittlerweile machen. Da sind wir ja zum Glück seit 2017 am Start und nicht erst durch Corona so schlau geworden, dass das eine Option ist, die durchaus helfen kann. Genau, es kommt noch ein erstes Feedback, das war toll. Vielen Dank, sagt Nicole, das freut uns auch sehr. Wenn Sie Dankeschön. Noch den Bildschirm stoppen, dann habe ich noch 2-3 Seiten und dann haben wir es wirklich für heute geschafft. Jawohl. Ich gehe hier weiter. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, es gibt auf der DHH-Homepage eigentlich Infomaterial zum Runterladen, kostenfrei. Da gibt es eine Beschreibung der Huntington-Krankheit von Herrn Lange aus dem Jahr 2002, die noch immer gültig ist. Was zum Thema Neuroprotektion findet man auch, ebenfalls von Herrn Lange. Und eine Zusammenstellung, Tipps und Tricks für Menschen mit der Huntington-Mutation, die auch viele von den Themen von heute streift, ist da auch zum Runterladen verfügbar. Und Herr Lang und ich haben, ich glaube, vorletztes Jahr gemeinsam eine Broschüre aus Irland übersetzt und zur Verfügung gestellt. Da geht es um mentales Wohlbefinden. Das gibt es bei uns für Mitglieder für 2 €, Nicht-Mitglieder gibt es für 4 € bei unserer Geschäfts- und Beratungsstelle in Duisburg zu bestellen. Wo wir schon dabei sind, hier gibt es die Liste mit all den Kontaktpersonen und die Geschäftsstelle erreichen Sie Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr. Wir stehen für jede persönliche Frage zur Verfügung und helfen da gerne weiter, recherchieren auch, wenn nötig. In den Regionen finden Sie unsere Landesverbände. Wir haben auch spezielle Ansprechpartner für junge Menschen, Lisa und Sonja und weitere in den Regionen. Und all die Gruppen, die sich zwar wegen Corona nicht treffen, aber trotzdem erreichbar sind für Sie, finden Sie auch auf unserer Internetseite. Das war es von mir. Bevor ich Sie jetzt alle verabschiede, habe ich noch einmal eine Frage. Was wünschen Sie sich denn als nächstes Webinar? Und zwar habe ich ein paar Vorschläge mitgebracht. Und die jetzt noch da sind, noch wach sind, bitte ich mal um erste Rückmeldung zu meinen Vorschlägen.
die ich mitgebracht habe. Aber generell das Thema Huntington Grundlagen und Behandlung der Krankheit ist sowas spannend. Wollen Sie lieber was wissen zum Thema, was gibt es aus der Forschung Neues oder wie spreche ich mit Kindern oder Thema juvenile Huntington-Erkrankung, für die unter 20 schon erste Symptome zeigen. Und wir hatten noch was Rechtliches im Angebot neulich von unserer Juristin, die hat mal Erbrecht vorgeschlagen als Thema. Das ist nur, was mir jetzt spontan eingefallen ist, mal ein Stimmungsbild bitte dazu. Ansonsten darf man mir gerne an diese Webinar@dhh.ev-E-Mail-Adresse gerne andere Themen noch vorschlagen und dann schauen wir, welche Referenten wir dafür finden und planen das gerne wieder ein. Das sieht super aus. Viele von den 40, die uns immer noch folgen, sagen mal 50, machen gerade noch mit, das freut mich sehr. Einen nehmen wir noch. Jawohl, also die allermeisten haben mitgemacht. Dann zeige ich mal das Ergebnis. Das sieht so aus. Das Thema Neues aus der Forschung ist sehr interessant. Können wir gerne mal ins Auge fassen. Da finden wir Referenten für da mal ganz tolle. Grundlagen, Huntington-Krankheit ist auch ein wichtiges Thema. Sehe ich auch so, wirklich gut verstanden zu haben, auch wie man es behandeln kann. Haben wir auch was Thema Kinder sprechen, Erbrecht. Alles klar, da weiß ich Bescheid. Nehme ich gerne mit und weiß, was wir zu planen haben. Als nächstes machen wir gerne. Gut, dann, ich gucke nochmal, hier sind Fragen nochmal, oder? Okay, vielen Dank, Conny, ist ja sehr schön. Sehr informativ, sehr umfassend, das fand ich auch. Ganz herzliches Danke, Dr. Lange, für heute. Herzlich gerne. Danke an die Zuschauer, die es bis zum Ende auch mit ein bisschen Verlängerung ausgehalten haben, mit uns zusammen uns zu folgen. Wer Zeit und Lust hat, kann morgen sich wieder einwählen. Ab 14 Uhr machen wir dann das Thema, wie halte ich mein Gehirn fit? Und da freuen wir uns wieder auf einen ähnlichen Vortrag von heute und wieder Teilnehmer, die auch viel Spannendes zu hören und zu sehen. Genau. Also, ich danke recht herzlich. Ich habe auch zu danken. Genau, und für die meisten, wir sehen uns ja morgen. Schönen Abend und schönen Tag. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss. Ihnen. Tschüss.